Verheimlicht, vertuscht, vergessen. Eine der seit vielen Jahren, wenn nicht sogar die bemerkenswerteste und wichtigste Publikation als Print-Exemplar, als Buch im Bereich der alternativen Medienschau. Dinge, die sonst eben verheimlicht oder vergessen oder verschwiegen werden, die kann man dort nachlesen. Also ein ganz wichtiges und auch ein sehr erfolgreiches Buch. Und wenn nach vielen Jahren der dieses Buch betreibende Verlag plötzlich die Reißleine zu ziehen glaubt oder ziehen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann muss da eine ganze Menge Angst dahinter stecken, wenn man auf einen solchen erfolgreichen Bestseller inzwischen verzichten möchte. Das wird Gegenstand und warum das so ist, des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Du hast inzwischen einen neuen Weg gefunden. Du hast dich mit deinem Verlag geeinigt. Kann man darüber spekulieren, nachdem er über viele Jahre den Mut gehabt hat, eine Publikation, die sicherlich eine unbequeme Publikation war und die der Presse, 2014 hat man ja das Unwort des Jahres Lügenpresse, auch so diesen Spiegel vorgehalten hat, in einer sauberen, klassischen, journalistischen Art und Weise, plötzlich sagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt darf ich nicht mehr. Hat es da Druck von außen gegeben oder was kann man da über den Hintergrund sagen? Ja, also wir haben einfach festgestellt, so muss ich das jetzt formulieren, dass wir über das Buch verschiedene Auffassungen haben, der Verlag Knauer und ich oder Drömer Knauer und ich, und haben uns daher im Dezember 2015 einvernehmlich getrennt. Aber was natürlich wahr ist, ist, dass das Buch extrem erfolgreich war und hoffentlich auch weiterhin ist. Es hat also in den letzten Jahren Verheimlicht, vertuscht, vergessen, meine ich. Ja. Also immer die Bestsellerliste oben erobert. Platz 1 und 2 war es da zwischen 2013 und 2015. Und das ist natürlich auch weiterhin da, dieses Potenzial. Denn es ist ja bei so vielen tausend Lesern eingeführt. Und natürlich kann sich der Außenstehende fragen, was steckt denn da dahinter oder was mag da dahinter stecken? Ich kann nur sagen, ich bin halt wie immer möglichst keinen Fragen ausgewichen, ja, in diesem Buch. Und in diesem Jahr hat sich natürlich eine ganz bestimmte Frage massiv aufgedrängt. Mir war die Brisanz der Frage bewusst oder der Problematik, nämlich die sogenannte Flüchtlingskrise. Und ich hatte anfangs gar nicht vor, da weiter groß drüber zu schreiben. Nur wie wir alle wissen, hat sich das ja massiv zugespitzt. Das hat sich ja immer weiterentwickelt. Und so kam da eben auch ein Kapitel zum anderen letztlich. Und so hat sich ein Schwerpunkt in dem neuen Buch jetzt 2016 entwickelt. Und die Brisanz ist natürlich schon gewaltig von diesen Inhalten. Und vielleicht bin ich da jetzt auch bei meinem neuen Verlag Jochen Kopp besser aufgehoben. Es ist sicherlich so, dass du in der grundsätzlichen Ausrichtung deiner Arbeit, die natürlich komplett treu geblieben bist. Wir haben ja bei dem Thema, deswegen ist es ein Kapitel in diesem Buch, und auch wenn du es vielleicht am Anfang nicht so geplant hast, das hast du sicherlich dir Anfang 2015 oder als die Arbeiten und das Sammeln dann langsam losging, vielleicht auch gar nicht vorgestellt, dass das mal so ein Schwerpunkt sein würde. Das Grundproblem ist ja, dass wir in dem Zusammenhang ebenfalls nur sehr reduziert durch die offiziellen Medien von der Wahrheit Kenntnis erhalten. Und du startest gleich am Anfang mit der ebenfalls so gut wie völlig ausgeblendeten Wirklichkeit, dass hier ein permanenter Gesetzesbruch von oben stattfindet.
mit dem, was hier stattgefunden hat und was stattfindet. Richtig, also im Prinzip wurde ja das Rechtssystem, das deutsche Rechtssystem, durch Angela Merkel von oberster Stelle aufgelöst, als sie diese Flüchtlinge am 4. September 2015, die sogenannten Flüchtlinge, muss ich sagen, durchgewinkt hat. Denn das ist rechtlich eigentlich nicht möglich. Das sind illegale Einwanderer und es handelt sich um illegale Einwanderung. Und wenn jemand dazu Beihilfe leistet oder anstiftet, das wäre praktisch dann die rechtliche Kategorie, der macht sich natürlich mitstrafbar. Als Schleuser. Ja, ja. Sie wurde ja auch von verschiedenen Kritikern, von unerschrockenen Kritikern als oberste Schleuserin betitelt. Ja? Ja. Und de facto ist das so. Ne? Also der Umstand, dass wir mit dieser Entscheidung, und das ist ja dann auch erstaunlich für die Verfasstheit dieser Republik, dass eine einzelne Person eine solche Entscheidung treffen kann, warum auch immer, das lassen wir mal dahin stehen, und der gesamte Apparat bricht mit ihr permanent die Gesetze. Also es ist ja auch ein völliges Abdanken des Rechtsstaates. Richtig, und das ist absolut erschreckend. Das ist praktisch eine Revolution oder ein Putsch von oben. Also auch der frühere Verteidigungsstaatssekretär Willy Wimmer, den ja auch manche kennen hier, hat das so genannt, das ist wie eine Putschregierung, ja. Und es ist gespenstisch, wie hier alle mitmachen in der politischen Nomenklatura und im System. Und ich erinnere mich an eine Szene, als ich mal am Münchner Hauptbahnhof war und mit Polizeibeamten diskutiert habe. Und ich zu denen gesagt habe, die also hier Flüchtlinge und Einwanderer durchgeschleust haben, im wahrsten Sinne des Wortes durch Gatter und solche Dinge, durch Absperrungen. Und ich denen gesagt habe, aber das sind doch illegale Einwanderer und sie brechen doch hier das Gesetz. Ja? Und da war vollkommenes Erschrecken bei den Beamten zu merken und er war vollkommen getroffen. Und in dem Moment ist ihm das erst bewusst geworden, ja? Was man nicht glauben mag, aber es war so. Und man sieht hier, wie der ganze Apparat von oben nach unten durchgeschaltet wird, dieser Befehl, das Gesetz zu brechen. Ja? Und wie das dann kollidiert vor Ort mit den Gesetzen, mit denen Beamte seit 20, 30, 40 Jahren eigentlich gelebt haben und die sie vertreten haben, die sie auch verteidigen wollen, davon gehe ich aus. Ja, ja, ja. Nur, wenn einmal ein Lastwagen gegen ein Haus fährt und es bekommt Risse, strukturelle Risse, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Und unser Rechtssystem hat strukturelle Risse bekommen. Man muss sich ja fragen, wie geht denn das jetzt weiter? Sind wir denn noch geschützt? Oder beschließt Frau Merkel, dass zum Beispiel morgen also das Verbot der Todesstrafe nicht mehr gilt oder beschließt sie, dass Diebstahl legal wird oder. Ja, also wir haben hier eigentlich eine ganz gefährliche Person an der Staatsspitze, die dabei ist, das Rechtssystem aufzulösen. Wenn Willy Wimmer, den du zitiert hast, hier von einem Putsch von oben spricht, dann ist das ja das, was in Berlin im Augenblick herrscht, vergleichbar mit der Putschistenregierung in der Ukraine. Oder ist das zu weit hergeholt? Nein, das ist in bestimmter Hinsicht vergleichbar. Ich habe ja auch ein Kapitel in dem neuen Buch Verheimlicht, Vertuscht 2016 so genannt, die Ukrainisierung Deutschlands. Ja? Mhm. Und zwar, weil einfach die Deutschland gesteuert wurde über amerikanische Einflussgrößen und Einflusskräfte und weil an der Spitze eine Kraft sitzt, die natürlich unter dem Oberbefehl der USA steht. Das geht ja gar nicht anders in dem nach wie vor quasi besetzten Land Deutschland. Und Deutschland hat ja im Prinzip die Nachkriegszeit nie verlassen und die sogenannte Souveränität ist ja eine Illusion. Ja? Und nun wird ja Deutschland genauso instrumentalisiert wie die Ukraine auch. Die Ukraine sollte gegen Russland instrumentalisiert werden als Waffe. Ja? Und hier an der Peripherie Russlands als auflösender Faktor wirken. Und auch Deutschland bzw. seine Regierung wird einfach kalt instrumentalisiert. In diesem Fall meine ich zur Auflösung Deutschlands und Europas mit Hilfe der Migrationswaffe. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, wo diese sogenannten Flüchtlinge herkommen. Sie kommen aus US-Kriegsgebieten. Das heißt, sie werden von den Vereinigten Staaten von Amerika mit Hilfe von Bomben und anderen Freundlichkeiten freigesetzt, ja, und millionenfach vertrieben. Und dann in den Empfängerstaat Deutschland geleitet, wo wiederum eine US-freundliche Regierung sitzt. So ist das ja, die also nicht etwa die Türen zumacht, sondern auf.
Damit wird auch eines deutlich, weil das ja, wenn man diese Dinge differenziert diskutiert, immer sofort passiert, in Richtung Ausländerfeindlichkeit oder sonst, also dieses ganze Zeug, was man dann also dann von den Medien und natürlich den entsprechenden Politikern der Gutmenschseite erlebt, gesteckt wird, dass die Menschen, die dort von den USA freigesetzt und bombenmäßig der Befreiung gerade noch mal mit dem Leben entkommen sind, dass die ja genauso Opfer sind und die Länder genauso Opfer sind. Ganz genau. Das handelt sich also praktisch um einen multiplen Krieg, also ja, gegen die Bevölkerung in Nordafrika und gegen die Bevölkerung in Europa. Keiner von denen hat mehr ein Recht auf Heimat. Ja? Die einen werden vertrieben durch Bombenkriege oder aber durch Umstürze und Revolutionen, die ja in keinem Fall den versprochenen besseren Staat gebracht haben, der am Anfang von diesen Revolutionen ja versprochen wurde. Ja. Ja, wir brauchen demokratische Verhältnisse und keine Korruption. Das waren ja so diese Phrasen. Und dann wird es uns allen besser gehen, ganz und gar nicht. Im Grunde genommen wurden hier nur durch die Bank Failed States geschaffen in Nordafrika. Und es ist ja klar, dass die Menschen einerseits ihr Leben retten wollen, aber auch ihre Existenz, ihre wirtschaftliche Existenz. Dadurch werden diese Massen freigesetzt und werden dann im Prinzip nach Europa eingeschleust, speziell in das wirtschaftliche Herz Europas, nämlich Deutschland, von dem Europa ja auch ganz stark lebt, sozusagen. Wenn diese Kriegspolitik der USA, denken wir an Libyen, denken wir Afghanistan, Irak, auch das, was so hier schon kaum noch ein Bericht wert ist, an ständigen Kriegsverbrechen im Jemen passiert, denken wir an Bosnien, Kosovo, an diese ganzen Regionen, also man weiß gar nicht, wo man da mit der Aufzählung aufhören soll, dann ist das ja eine Situation von der reinen völkerrechtlichen Seite, wo wir als Land in der NATO, als Vasall der USA, im Grunde genommen der Mittäterschaft schuldig sind. Also ob Kohl, ob Merkel, ob Schröder, völlig wurscht, die sind an sich der Mittäterschaft schuldig. Auf jeden Fall. Also wir können praktisch gar nicht als in der Bande mitzumarschieren. Ja, man wurde praktisch zwangsrekrutiert nach dem Zweiten Weltkrieg für diese Mafia, für diese globale, also unter der Führung der Vereinigten Staaten. Und natürlich muss man ehrlicherweise sagen, könnte praktisch keine deutsche Regierung sich dem entziehen. Wer es versucht, wird kaputt gemacht. Ich erinnere beispielsweise an das Schicksal der FDP und von Guido Westerwelle, die sich in Frank Schäffler. Ja, richtig. Ja. Westerwelle hat sich als deutscher Außenminister in einem Fall der Stimme enthalten, wo es, glaube ich, darum ging, ob man in Libyen die Flugverbotszone einrichten soll. Ja. In dieser Richtung. Hat er sich nicht politisch korrekt verhalten, ja. Unmittelbar danach begann eigentlich die Abschlachtung der FDP in den Medien. Ja. Und man hörte auch nicht damit auf, auch wenn er sich wieder dann konform verhalten hat, systemkonform. Und wir wissen ja, heute ist die FDP erstmal aus dem Bundestag verschwunden. Und Herrn Westerwelle persönlich geht es auch nicht mehr so richtig gut, ja. Und da kann man sehen, das ist diese Zwangsrekrutierung und wer da auch versucht, nur leicht auszuscheren, bekommt die Folgen dessen sofort zu spüren. Du weißt in deinem besprochenen und angesprochenen Kapitel darauf hin, dass wir an der Spitze dieses Landes Personen haben, bei denen zumindest der Verdacht besteht, dass es etwas Erpressbares in irgendwelchen Schubladen gibt. Wenn dem so ist, scheint es ja irgendwie eine Voraussetzung dafür zu sein, hier genau solche Ämter wahrzunehmen. Also man muss irgendwie offensichtlich eine Leiche im Keller haben. Also ich kenne die Leiche jetzt nicht sozusagen, kann sie nicht mit Namen benennen, aber es gibt ja, ist ja kein Geheimnis, dass es den Verdacht gibt, dass zum Beispiel Frau Merkel, also Stasi-Mitarbeiterin war. Ja. Bei Gauck kann das nach dem Urteil von Peter Michael Distel, kannst du ja den als Günstling unverändert bezeichnen. Das hat er ja durchgesetzt. Also insofern ist es da noch krasser. Mhm. Also es ist natürlich eine groteske Situation, dass wir von zwei ehemaligen DDR-Größen im Prinzip heute regiert werden. Und wenn das diese Leichen im Keller sein sollten, natürlich würde das Erpressung Tür und Tor öffnen. Wie auch immer es gemacht wird, es muss eine Steuerung stattfinden. Das ist ja klar. Ja.
Jetzt weißt du, wir kommen auf das Thema Vereinte Nationen gleich noch mehrfach zurück, weil das auch nochmal ein ganz spezielles Kapitel ist. Im Hinblick auf das Ende des Rechtsstaates noch auf ein anderes Spezifikum, was die BRD betrifft, hin, dass man sich die Frage in der Tat stellen muss, erstmal so ganz naiv, was haben wir denn hier eigentlich? Was ist denn das, worin wir jetzt hier leben? Ist das ein Staat? Was ist das für ein Gebilde? Ja, also das ist ungeheuerlich. Ich habe ja vorhin gesagt oder habe darauf angespielt, Angela Merkel hat diese Flüchtlinge hier hineingelassen, hat die Grenzen des Staates im Prinzip aufgegeben. Ne? Also wer die Grenzen eines Staates aufgibt, der gibt den gesamten Staat auf, weil ohne Grenze gibt es keinen Staat. Ja? Aber ich bin dann eben auf noch weitere Zusammenhänge gestoßen, nämlich auch unter dieser Wahrheit gibt es noch eine weitere Schicht, dass im Prinzip ein deutscher Staat so gesehen schon länger nicht mehr existiert, und zwar seit der deutschen Wiedervereinigung nicht mehr, die eigentlich keine Wiedervereinigung war, sondern keine deutsche Wiedervereinigung, sondern eine deutsche Auflösung. Was ist da nämlich passiert in diesem trefflichen Einigungsvertrag, den also Helden wie Herr Schäuble ausgehandelt haben? Man hat die Definition des deutschen Staatsgebietes aus dem Grundgesetz entfernt. Da stand nämlich eine Definition drin in Artikel 23. Da hieß es sinngemäß, das deutsche Staatsgebiet setzt sich zusammen aus den Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und so weiter. Das heißt, das Staatsgebiet der Bundesrepublik wurde definiert über die Gebiete ihrer Länder. Und mit dem Einigungsvertrag ist interessanterweise dieser Artikel entfernt worden, dieser Inhalt aus dem Artikel 23 entfernt worden und in die Präambel verschoben worden, Nummer 1. Nummer 2, dabei auch inhaltlich noch verändert worden. Und dazu muss man natürlich wissen, die Präambel ist kein rechtswirksamer Bestandteil eines Gesetzes oder eines Vertrages, sondern dort wird nur sozusagen der Geist formuliert, ja. Also damit ist das Staatsgebiet nicht mehr rechtswirksam definiert. Und da sich ja nun mal ein Staat aus drei Komponenten zusammensetzt, nämlich dem Staatsvolk, dem Staatsgebiet und der Staatsgewalt, fehlt hier jetzt eine wichtige Komponente, nämlich das definierte Staatsgebiet, mit dem Erfolg, dass es einen deutschen Staat gar nicht mehr gibt, sondern nur noch ein deutsches Volk. Also jetzt, wenn man diese zweite Schicht der Wahrheit betrachtet, könnte man fast sagen... Vielleicht noch einmal, weil du auf einen Punkt hingewiesen hast, nur dass man da jetzt nicht gleich die Oberschlauen, denen gleich den Wind aus den Segeln nimmt, die sagen, ja gut, aber es ist in der Präambel. Du hast darauf hingewiesen, es ist aber auch anders formuliert worden. Es wird dort nicht mehr von den Ländern, sondern von den Deutschen in diesen Ländern gesprochen, was juristisch gesehen eben die Menschen anspricht, aber nicht mehr das Territorium. Richtig, ganz also, genau. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, dass man einfach sagt, wir haben im Grundgesetz seit diesem Einigungsvertrag keine klaren oder nicht einmal einen unklaren, überhaupt gar keinen Bezug auf ein Territorium. Mhm. Richtig. Das ist also in der Präambel wird nur noch behauptet, die Deutschen hätten ihre Einheit in Freiheit und Frieden oder so ähnlich. Ja. Verwirklicht, auf Gebiete geht man da gar nicht mehr ein. Und selbst wenn man es täte, wäre es rechtlich nicht mehr wirksam. Ja. Und das Ganze ist also ein riesiges Täuschungsmanöver. Man kann es auch daran erkennen, dass das ja alles bewusst gemacht wurde. Ja. Also man hat nicht Artikel 23 vergessen oder der ist irgendwie unter den Tisch gefallen. Nein, man hat den Inhalt genommen, verschoben und verändert, um im Prinzip den Eindruck aufrechtzuerhalten, ja, aber das gibt's ja noch, das steht da irgendwo noch drin in der Verfassung mit den Ländern und dem Gebiet. Das stimmt aber nicht. Ja? Und dadurch wurde im Prinzip der deutsche Staat aufgelöst. So, und deswegen, wenn man diese zweite Schicht der Wahrheit betrachtet, war es wiederum nicht ganz so illegal, was Merkel gemacht hat, als sie die Grenzen freigegeben hat, im Prinzip die Grundlage für diese Grenzen fehlen. Nun kann man das natürlich dem Wahlvolk schlecht erzählen, solche, sage ich mal, auf gut Deutsch Schweinerei. Ja. Deswegen wird es auch nicht weiter erwähnt und es wird weiter lieber so getan, als hätte sie wirklich diesen Rechtsbruch begangen, der, wenn man es etwas tiefer betrachtet, so gar nicht vorhanden ist, was noch erschreckender ist eigentlich.
Naja, und was Sie ja nicht aus der Verantwortung nimmt, sondern noch im Prinzip, wenn Sie Ihren Amtseid ernst nehme, erst richtig in die Verantwortung führt. Also denn wenn diese Frage unsauber gelöst ist von Ihrem jetzigen Finanzminister, dann ist das etwas, wo sie nicht aus der Verantwortung, sondern in besonderer Weise in ihr ist. Nein, sie ist ja nicht nur durch die Verfassung gebunden, sondern auch durch den Amtseid. Ja. Und da wiederum ist davon die Rede, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, nicht vom deutschen Staat. Ja. Da muss man also trennen. Ja. Und insofern bleibt es natürlich dabei, dass sie absolut schädlich und unverantwortlich gehandelt hat. Wenn es den Staat, das nur als Randbemerkung, wenn es diesen Staat mit der Abschaffung von Artikel 23 durch das fehlende Staatsgebiet im Prinzip an sich gar nicht mehr gibt, gibt es denn dann noch rein sauber juristisch sowas wie eine Staatsbürgerschaft? Nein, weil sich das ja alles davon ableitet. Ja, also damit lösen sich natürlich ganz viele Sachen auf. Es ist im Prinzip fehlt dann ja die rechtliche Grundlage für jeglichen Hoheitsakt, wie Gesetze oder Bescheide oder Gerichtsurteile und solche Dinge. Also wenn man es mal jetzt ganz streng nehmen würde, müsste man sich fragen, muss ich eigentlich den Strafzettel noch ernst nehmen, der mir da ins Haus flattert, oder den Haftbefehl oder keine Ahnung, jeden staatlichen Akt, egal welchen ich jetzt anspreche, jedem fehlt eigentlich die Grundlage. Ne? Die Frage ist, ist es gut, wenn wir das ignorieren oder so, weil es würde letztlich zur wahrscheinlich totalen Desorganisation führen. Auch wenn wir das jetzt so machten und damit kommt natürlich dann nochmal eine Ebene auch, wird dann deutlich, werde ich ja gleichwohl mit einer Staatsgewalt oder mit einer Gewalt konfrontiert. Ich kriege eben meine Pfändung, ich kriege im Zweifelsfalle die Inhaftierung oder sonst irgendetwas. Nur haben wir ja dann, wenn es die rechtliche Grundlage nicht mehr gibt, im Prinzip auch kein Rechtssystem mehr, sondern wir haben dann einen Unrechtsstaat, der auf einer nicht vorhandenen Grundlage agiert, und damit sind wir im Bereich der Willkür. Richtig, weil der Staat agiert im Prinzip aus so einer Art Gewohnheitsrecht heraus, dass er früher ja mal diese Rechte hatte, als er noch existierte qua Verfassung. Ja, da hatte er diese rechtliche Grundlage, und er setzt das heute einfach fort, sein staatliches Handeln sozusagen als Gewohnheitsrecht, das aber letztlich natürlich reine Willkür geworden ist, weil die formale Grundlage fehlt. Und wie man ja auch sieht, daran, wie durch die Regierung mal das Recht eingehalten hat, mal auch gebrochen wird, daran sieht man ja, dass es tatsächlich sich um Willkür handelt und dass bereits das ganze Rechtssystem schwimmt, also, und dass auch keine wirksame Kontrolle mehr stattfindet. Und das ist sehr gefährlich, ja, für uns alle, weil, wie ich schon anfangs sagte, man weiß ja nicht, was morgen für Gesetze einfach aufgelöst werden oder nicht mehr beachtet werden durch die Regierung selbst. Das ist das Problem. Ja. Ja. Wenn du eine Situation hast, wie du sie am Anfang angesprochen hast, dass hier ganz klares Recht dieses Landes, aber auch europäisches Recht in Serie permanent gebrochen wird, zugespitzt eben von der Merkel als der obersten Schleuserin gesprochen werden wird oder gesprochen wird, dann ist es ja umso erstaunlicher, dass du nicht einen einzigen Staatsanwalt in diesem Land hast, der jetzt mal zahlreich vorhandene Klagen eingereicht wurden sie ja, was ich was, wie viele tausend Klagen, keine Ahnung, da inzwischen vorliegen, nicht einen einzigen wirklich nachgegangen wurde. Die Erklärung ist ja ganz einfach. Also Deutschland hat sich ja eine ganze Zeit zum Beispiel gegenüber anderen Ländern überlegen gefühlt, wie Italien, wo es diese Mafia gibt, entsetzlich und so weiter. Ja, das ist schrecklich, aber was wir auf der anderen Seite in Italien sehen, dass es da auch knallharte Staatsanwälte gibt, die bis hinauf in die Regierung ermitteln. Warum? Weil diese Staatsanwälte nicht weisungsgebunden sind. Unsere Staatsanwälte sind alle weisungsgebunden von oben, vom Justizministerium der Länder zum Beispiel. Das heißt, das ist die Erklärung, warum auf Staatsanwaltsebene absolutes Schweigen herrscht zu dieser Sache und auch bei der Bundesanwaltschaft, weil das mit einem Befehl von oben sofort gestoppt werden kann. Ja. Das ist also das deutsche verfasste Justizsystem, das natürlich inzwischen im Prinzip auch auf Gewohnheitsrecht beruht. Ja.
gerade der Vergleich mit Italien macht eben deutlich, dass es dort möglich ist, dass ein Berlusconi wirklich massive Probleme bekommt, angeklagt wird, im Zweifelsfall sogar mit Gefängnisstrafen hat rechnen müssen. Also da wurde nicht mit Glacé-Handschuhen mit dem obersten Repräsentant des Landes, also politisch gesehen, umgegangen. Da kann Frau Merkel sich sehr bequem zurücklehnen. Das wird aufgrund der Weisungsabhängigkeit und so weiter unserer Staatsanwälte eben hier in diesem Land nicht passieren. Man kann halt sagen, die politische Klasse dieses Landes hat sich dadurch wirksamst abgeschottet. Es führt da einfach keinen Weg hin, weil so wie ein solches Ermittlungsverfahren gegen Merkel oder andere stattfinden würde, würde das Stoppschild hochgehalten werden, ja, von einem Justizminister zum Beispiel. Und das ist einfach eine hermetische Abschottung gegen jede strafrechtliche Verfolgung. Ja. Kommen wir zurück zu der Ausgangsproblematik einer Einwandererwelle, die wir im Augenblick haben. Verlassen wir mal den Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Der ist demontiert genug seit dieser Freigabe im Prinzip, dieses Land freizugeben für jeden Flüchtling schlechthin. Dass das numerisch gesehen völliger Wahnsinn ist, ist völlig klar. Wir haben, glaube ich, weltweit um die 60 Millionen Flüchtlinge. Also wir müssten dann, wenn wir sagen, wir sind für die, der auf der Welt zuständig, dieses Land bevölkerungsmäßig verdoppeln. Und wenn ich die 110 Millionen Wanderarbeiter in China, die als sehr legitime Wirtschaftsflüchtlinge Anspruch erheben könnten, denen geht es, ich habe das erlebt, denen geht es wirklich schlecht. Sowas an Armut und an Not habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und das wären also Wirtschaftsflüchtlinge völlig normal, also da würde man das verstehen, dann ist hier komplett Land unter, wie es jetzt auch schon ist. Also das kann eigentlich nicht der Weg sein. Also wenn man sich nur mal diese ganz primitiven Zahlen betrachtet und Fakten und auch Stellungnahmen von Merkel selbst, dann kann man ja eigentlich ihre Absicht schon daraus wunderbar sich erschließen. Also es gibt, sagen wir mal, diese 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt und es gibt eine Bundeskanzlerin, die sagt, es gibt keine Obergrenze für die Aufnahme solcher Migranten. Ne? Also dann kann man sich ja daraus, sehr gut ableiten, wo das hinführen wird, nämlich zur Zerstörung Deutschlands, aber auch anderer europäischer Länder, die genauso schlimme Probleme haben mit diesen Einwanderungswellen. Ja? Jetzt ist das ja sicher etwas, da hast du schon darauf hingewiesen, was irgendwo ein System hat, was also nicht vom Himmel fällt. Und wenn eine Merkel plötzlich eine solche Erklärung abgibt, dann hat sie da im Zweifelsfall den freundlichen Hinweis bekommen, das genauso zu machen. Also irgendjemand hat an dieser ganzen Thematik ein Interesse. Es müsste einen Plan geben. Da kann man sagen, ja, das ist natürlich jetzt alles Verschwörungstheorie. Aber ist es das oder gibt es diese Pläne? Nee, das ist leider keine Verschwörungstheorie. Also im Grunde genommen muss man ja auch nur wieder zwei und zwei zusammenzählen. Also wir haben in ganz vielen Ländern Europas auf der einen Seite zusammenbrechende Geburtenraten, ja, und auf der anderen Seite eine riesige jetzt Einwanderungswelle. Also die Einwanderung oder auch die Asylproblematik hat natürlich schon vor längerer Zeit begonnen, aber jetzt spitzt sich das dramatisch zu. Wenn man das beides zusammenbringt, kommt man natürlich automatisch auf den Begriff Austausch. Ja. Hier werden die Bevölkerungen gnadenlos, knallhart ausgetauscht, ja. Und es steckt da ein System dahinter. Auf der einen Seite haben wir ja eine, sag ich mal, absolut nachwuchsfeindliche Politik seit Jahrzehnten. Ja. Das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die hauptsächlich über Propaganda transportiert werden. Ja. Wie Zerstörung der Familie, Berufstätigkeit der Frau, Homosexualität ist ganz wichtig, die Homo-Ehe, nichts gegen einzelne Homosexuelle, es geht um die Propaganda und die Masse, die sich daraus ergibt und die bevölkerungspolitischen Folgen. Es ist ein ganzes Bündel oder die Angst vor AIDS, der Zwang zum Kondom, dass man jungen Mädchen einredet, ey, ihr könnt von Geschlechtsverkehr Gebärmutterhalskrebs bekommen, also der Geschlechtsverkehr wird angstbesetzt und natürlich ganz wichtig die Verhütungsmittel wie die Pille,
die Freigabe der Abtreibung, also die ja zumindest mal früher geächtet war, auch verboten war und dann aber als ganz, was ganz Normales propagiert wurde von Leuten wie Alice Schwarzer und so. Ja. Also wir haben auf der einen Seite dieses Bündel von Maßnahmen, das eigentlich auf so eine Art soziale Sterilisierung hinausläuft. Ja. Mhm. Man geht also nicht hin zu dem einzelnen Menschen, was furchtbar wäre, und schneidet ihm die Eileiter oder Samenleiter durch, sondern man durch ein Bündel von Propagandamaßnahmen bewirkt man, dass die Geburtenraten einfach zusammenbrechen müssen. Also der berühmte Verhaltensforscher Eibel Eibesfeld hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, das ist Vernichtung durch Propaganda. Ja. Ja. Und Johannes so, Paul II. Ist immer furchtbar geprügelt worden, als er bei dem Thema Abtreibung die Zahlen mal zusammengezählt hat und dann in irgendeiner Weise hier von einem Abtreibungsholocaust gesprochen hat. Mhm. Da hat er natürlich furchtbare Prügel bekommen, aber die Zahlen, auf die er kam, waren, glaube ich, allein für Deutschland ein zweistelliger Millionenbereich an nicht geborenen Kindern, auch in der Konsequenz dann natürlich in der nächsten Generation. Also wir reden soziale Sterilisation über ein sehr wirkungsvolles Instrument im ganz großen Stil. Richtig, und zwar nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und ganz interessanterweise übrigens, ausgerechnet die drei Verlierer des Zweiten Weltkriegs, Deutschland, Japan und Italien, die drei Verbündeten, ja, die haben mit die allerniedrigsten Geburtenraten auf dem gesamten Globus. Also gegen die geht es wirklich in erster Linie. Nicht nur, aber in erster Linie. Ja. In zweiter Linie gegen ganz Europa. Ja. Und jetzt haben wir dieses Einwanderungsphänomen im ganz großen Stil. Also in Anführungszeichen, sage ich mal, werden jetzt diese Staaten regelrecht geflutet mit Migranten. Ja. Und auch das ist kein Zufall, sondern da gibt es seit dem Jahr 2000 ein UNO-Papier dazu, einen UNO-Plan. Und der spricht ganz, ganz offen von sogenannter Replacement Migration, ja? Also dem Bevölkerungsaustausch, dem Ersatz der Bevölkerung. Und da wird einfach gesagt, ja, also das könnte doch ein gutes Mittel sein, um diese alternden Gesellschaften sozusagen am Leben zu erhalten, ja. Und worüber ich mich halt wundere, ist, dass da so wenig die Rede ist von dem eigenen Nachwuchs. Warum sollen denn die Bevölkerung keinen Nachwuchs mehr haben? Ja, das ist ja regelrecht gruselig. Inwiefern ist es denen verboten oder warum darf das nicht sein? Man könnte ja sagen, wir machen eine nachwuchsfreundliche Politik oder so, ja. Oder Deutschland steht auf der Liste der familienfeindlichsten Länder ganz oben, auf der familienfreundlichsten auf Platz 71 von, glaube ich, 73. Also das Ganze ist ja auch kein Zufall, dass gerade die Familienfeindlichkeit genau zu diesem Ergebnis letztendlich führt. Genau. Und ich erinnere mich, in den 70er Jahren zum Beispiel war das Wort Geburtenanreiz ein ganz gängiger Begriff in der Politik, weil ein Geburtenanreiz ist ja ein wichtiges Werkzeug für Politiker, weil das betrifft ja alles. Die Schulen, den Arbeitsmarkt, die Rente. Also haben die Politiker sehr oft über Geburtenanreize geredet. Was kann man denn da machen? Soll man irgendwelche Prämien ausschütten oder die Familien weiter entlasten oder das Kindergeld erhöhen und so weiter? Und wenn man das mal beobachtet, dieses Wort Geburtenanreiz ist im Prinzip heute ein Tabu. Ja. Das findet man kaum noch. Ja? Ja, und wenn wäre es dann verdächtig? Ja, ja, also das ist wahrscheinlich politisch verdächtig, wenn man das benutzen würde. Also davon darf gar nicht geredet werden. Es wird immer nur geredet davon, dass wir Einwanderer brauchen. Auch in der sogenannten Facharbeiterfrage, in der angeblichen, wird ja nicht gesagt, ja Mensch, wir müssen uns überlegen, wo wir praktisch den sprichwörtlichen Nachwuchs herbekommen, sondern es wird ganz fein darauf geachtet, auch bei Angela Merkels sogenannten Demografiegipfeln, die immer wieder stattfinden, dieses Thema außen vor zu lassen, sondern immer nur von Einwanderern zu reden. Das finde ich gespenstisch. Ja. Ja. Und was die UNO hier gemacht hat, die hat schon im Jahr 2000 von dieser Austauschmigration gesprochen, Replacement Migration. Da gibt es einen Plan als Gegenmittel gegen die Überalterung der Bevölkerung. Allein natürlich, also kein eigener Nachwuchs der Bevölkerung. Und
Das Spannende ist, dass man in Deutschland noch einen weiteren Kniff angewendet hat. Dieses Papier gibt es ja in verschiedenen Sprachen. Also auf Englisch, auf Französisch heißt das Replacement Migration, ja. Ersatzmigration oder Austausch, Bevölkerungsaustausch. Und das deutsche Papier trägt den Titel Bestandserhaltungsmigration. Ja? Da hat man also im Prinzip diese Übersetzung umgefälscht in etwas Positives, so als würde das ja erhalten praktisch. Ja? Und in Wirklichkeit erhält das gar nichts, sondern also es tauscht, dass die Völker werden ausgetauscht. Also ich würde jetzt mal fast politisch nicht korrekt sagen, sie werden im Prinzip demografisch um die Ecke gebracht. Ja. Ja? Und das ist oberste UNO-Politik. Und das ist auch wieder etwas, wovon Frau Merkel ganz viel hält, von UNO-Politik, ja, von UNO-Abkommen. In Wirklichkeit wissen wir gar nicht, wie stark wir bereits von UNO-Abkommen regiert werden. Nicht nur in diesem Bereich, in ganz vielen anderen auch. Mhm. Diese begriffliche Schönfärberei hier von einer, wie heißt es so schön, Bestandserhaltungsmigration zu sprechen, macht ja auch deutlich, dass man ganz bewusst das, was, also in der deutschen Übersetzung, das, was eigentlich dahinter steckt, verschleiern möchte. Und macht auch klar, dass es ja auch für die Länder, die sogenannten Geberländer, da sollten wir vielleicht auch nochmal einen Blick hinwerfen, ja auch nicht unproblematisch ist. Also wenn wir gerade jetzt die Lage in Syrien sehen, wo wir eine US- und Türkei gesteuerte Terrorgruppe haben, die dort Bürgerkrieg macht und das Land verunsichert. Gleichzeitig werden zu Hunderttausenden waffenfähige, ausgebildete Syrer, die dort etwas für ihr eigenes Land tun könnten, abgezogen, sodass natürlich auch damit eine Destabilisierung dieses Landes erreicht wird. Ganz genau. Also die Migrationswaffe, die ja nicht meine Erfindung ist, ja. Ich habe als einer der ersten den Begriff hier eingeführt, sondern das ist ein Begriff, der auf eine amerikanische Wissenschaftlerin zurückgeht. Ja. Diese Migrationswaffe wirkt in beide Richtungen. Ja? Ja. Also sie schädigt das Empfängerland und natürlich auch das, sag ich mal, Emittentenland. Ja. Ja? Das also komplett ausblutet. Also einerseits wird es militärisch geschwächt, nämlich wenn dort die ganzen Männer abgezogen werden. Andererseits natürlich auch wirtschaftlich geschwächt. Denn wer soll das Land denn überhaupt dann wieder aufbauen? Wer soll die Infrastruktur betreiben und so weiter? Es ist ein Krieg gegen beide Seiten. Deswegen sage ich auch immer, diese Migranten sind zum großen Teil selber Opfer. Und wenn man sich diesen UNO-Plan mal anschaut, Replacement Migration, wo also diese Migration verkauft wird als Mittel gegen demografische Überalterung von bestimmten Gesellschaften, dann muss man sich ja fragen, oder man muss dann zu dem Schluss kommen, ja, dann wird Vertreibung ja gebraucht. Wenn ich also Menschen verschieben will in andere Staaten oder wenn ich, sage ich mal, flapsig bestimmte Gesellschaften sozusagen aufforsten will, ja, dann müssen die ja irgendwo herkommen, die Menschen. Und freiwillig dafür, tun die das ja nicht. Eben, freiwillig tun die das nicht. Ne? Ja. Also in Libyen war einer der tollsten Sozialstaaten in ganz Afrika, wenn nicht der beste überhaupt. Warum sollten die Menschen denn da weggehen? Die wären dann nie weggegangen. Die hatten also Sozialleistungen, davon können wir nur träumen. Ja? Und daher brauche ich Vertreibung. Dieser UNO-Plan kann nur funktionieren, wenn ich Vertreibung habe, wenn ich Krieg führe, wenn ich Menschen aus ihrer Heimat verjage. Und das ist das unglaublich Zynische, was man hier erkennen muss, dass die UNO weit davon entfernt ist, irgendeine freundliche Organisation zu sein oder eine positive Art Weltregierung oder sowas in der Richtung. Das ist ein ganz gefährlicher, diktatorischer und menschenverachtender Apparat. Es passt in dieses Bild, was du gerade gesagt hast, ja auch exzellent rein, dass in den problemnahen Flüchtlingslagern, also wo es um echte Flüchtlinge geht, also Jordanien beispielsweise, die Tagessätze oder die Monatssätze, die die Vereinten Nationen zur Unterstützung dieser Einrichtungen
zur Verfügung gestellt hat, gerade jetzt kürzlich drastisch gesunken sind. Also ich meine, wenn man das weiß und kriegt dann mit, dass die dann natürlich in diesen Lagern, wenn dann einfach aufgrund dieses angeblichen Geldmangels anfangen, was ich was, eine Völkerwanderung sich auf den Weg macht, hätte man natürlich seitens der deutschen Politik sagen, okay, dann, wenn die UNO es nicht schafft finanziell, springen wir ein. Es wäre tausendmal billiger gewesen als das, was wir jetzt tun, aber zeigt, dass die Vereinten Nationen in dem Bereich ganz bewusst an der Schraube der Eskalation gedreht haben. Also wenn man diese Bausteine zusammenfügt, dann erkennt man eine ungeheuerlich menschenverachtende Strategie, die hier also durchgeführt wird. Und dann passt auch Frau Merkels Verhalten nahtlos da hinein, einfach die Grenzen aufzumachen. Ihr Kinderlein kommet, ja. Das passt da nahtlos hinein und das ist wirklich atemberaubend, was sich da abspielt. Ja? Also solche Körper wie die UNO, der viele bisher vertraut haben als etwas Positivem, fangen hier tatsächlich an, Bevölkerungsstrategien zu entwerfen und zu verfolgen, die sich für mich ganz gefährlich nah an ganz bestimmten üblen Begriffen bewegen. Ja? Also wenn wir das jetzt mal, lass uns vielleicht einen ganz kurzen Punkt vorher noch ansprechen, weil ja in diesem Papier der Vereinten Nationen auf die Überalterung, auf die demografische Problematik hingewiesen wird als Pseudo-Argument, also anstatt was für die Familien und für die Veränderung der Demografie zu tun, muss ich jetzt erstmal Millionenheere von Menschen auf den Weg machen, aber sei es drum. Und damit verbunden, und deswegen diese ganz kurze Klammer nochmal aufmachen, das Thema, dass wir ja auch Arbeitskräfte brauchen. Und da ist ein Punkt, auf den du auch immer wieder hingewiesen hast, in Artikeln, in Beiträgen, das sogenannte Facharbeitermangelproblem, was wir angeblich in der BRD mit uns rumschleppen, ja so ein Totschlagargument, was immer aus der Schublade gezogen wird. Wenn man da hinguckt, sieht es ja auch ganz anders aus. Absolut. Also es gibt natürlich regionalen Facharbeitermangel in Deutschland, aber gesamt genommen als Land könnte man das alles mit Bordmitteln sozusagen beheben. So durch zum Beispiel interne Migration oder ähnliche Maßnahmen. Ja. Und der Facharbeitermangel ist eigentlich nur als Instrument geschaffen worden zur Rechtfertigung der massenhaften Einwanderung. Das ist ein Gespenst, ein Phantom, das geschaffen wurde, um Einwanderung massenhaft zu rechtfertigen. Ja? Wenn man aber nur mal sozusagen diese ganze Propagandabrille abnimmt, ja, und das sollte man mal tun, dann stellt man ja erst mal fest, es gibt ja ganz grundsätzliche Werte oder Statistiken, die erst mal gegen sowas sprechen wie einen Facharbeitermangel. Ich erinnere mal nur an die knapp 3 Millionen Arbeizlosen. Offizielle Zahl. Offizielle Zahl. Es gibt Leute, die sprechen von 6 bis 9 Millionen Arbeitslosen, die nur kaschiert werden durch Fortbildungsmaßnahmen, durch Sozialmaßnahmen. Ja, ein Eurojobs und so. Also, richtig. Ja. Also wenn wir jetzt mal mit der Statistik der 70er Jahre rechnen würden, hätten wir 6 bis 9 Millionen Arbeitslose ungefähr. Ja. Und aber allein immer noch diese 3 Millionen Arbeitslosen sind erstmal auch ein Faktum gegen Facharbeiter, dagegen, dass es sowas geben könnte wie einen Facharbeitermangel. Natürlich könnte man sagen, ja, das sind ja alle möglichen Berufe, die da jetzt betroffen sind. Aber auch wenn man sich dann die Einzelheiten anguckt, stellt man fest, ja, dass wir sogar laut Medienberichten, das steht dann immer so zwischen den Zeilen mal so zu lesen, sogar in Artikeln, die den Facharbeitermangel annehmen, den Fachkräftemangel annehmen, dass wir sogar im Moment, momentan 2 Millionen Facharbeiter zu viel haben. Ja? Und, die dann Taxi fahren. Das erlebst du ja immer wieder, wenn du in großen Städten, dass du dann plötzlich dich mit einem Taxifahrer unterhältst und der ist promovierter irgendetwas. Ja. Und dessen Wunschjob war bestimmt nicht Taxifahrer. Nichts gegen Taxifahrer, aber dafür ist er nicht ausgebildet worden. Nein, überhaupt nicht. Und das, was du ansprichst, sind ja Akademiker, Facharbeiter, das nennt man so Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Ja. Auch von denen gibt es im Moment zu viele.
Ja, ich kann verstehen, dass es einzelne Regionen gibt, die Probleme haben mit der Rekrutierung von Facharbeitern. Aber dafür brauchen wir keine Einwanderer aus dem Ausland. Ja. Einzelne Bundesländer haben zum Beispiel jetzt Initiativen gestartet, um wieder Familien, die weggezogen sind aus dem Osten, wieder zurückzuholen in den Osten Deutschlands. Ja. Und wenn überhaupt, dann tritt der Facharbeitermangel erst in 10 bis 15 Jahren ein. Und dann auch aufgrund hausgemachter Probleme, aufgrund jetziger Politiken. Und dann stellt sich auch die Frage, ja gut, wenn wir erst Facharbeitermangel in ein bis zwei Jahrzehnten haben, wirklichen Fachkräftemangel, warum setzen wir dann nicht wieder auf den Nachwuchs? Ja? Früher hätte die Politik gesagt, oh, das ist schlecht, wir bekommen vielleicht eine Facharbeiterkrise, Facharbeitermangel. Wir müssen Geburtenanreize schaffen. Das wäre ganz naheliegend gewesen. Und da dieses heute nicht geschieht, spürt man sozusagen die Absicht und ist verstimmt. Ja. Ein Punkt, der ja hier auch reinpasst, ist der Umstand, dass in immer größerer Anzahl sehr gut ausgebildete Menschen dieses Land verlassen. Also du hast ja eine Auswandererproblematik von Personen, ähnlich wie die DDR das erlebt hat, als sie wirklich ausgeblutet ist. Einer der Gründe, warum 61 dann die Mauer gemacht wurde, einfach weil das Ausbluten auch von gut ausgebildeten Menschen einfach zu stark war durch den Propaganda und bewussten Magnetismus des Westen, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber wenn ich hier Voraussetzungen schaffe, Rahmenbedingungen schaffe, dass Hunderttausende kontinuierlich dieses Land verlassen, dann stimmt ja auch was an der Situation nicht. Das ist vollkommen krank, ja. Also manche Länder kämpfen wirklich um Einwanderer, um bestimmte Berufe zum Beispiel, haben ganze Listen, welche Berufe sie gebrauchen können. Ich glaube, in Kanada ist das zum Beispiel so. Ja. Und das wird übrigens jedes Jahr nachgetunt. Also das Spannende in Kanada ist, dass du dann eine Situation hast, wo die kanadische Regierung das, was im Jahre 2015 gegolten hat und sie jetzt festgestellt haben, wir brauchen keine Physiker mehr oder keine Lehrer mehr. Es gab mal eine Zeit, da brauchten sie Rentner. Also das war ganz, ganz unterschiedlich. Ändert sich im nächsten Jahr und da gibt es neue Bedingungen. Also das Land definiert als Einwanderungsland ganz sauber, was brauchen wir? Da sind keine offenen Grenzen und da kann man nicht sagen, ich würde gerne in Kanada leben, sondern da muss ich mich für dieses Land qualifizieren. Genau. Haben wir jetzt im Augenblick nicht ganz so. Ja, nein. Und die Medien spielen dabei natürlich kräftig mit. Ich meine, die Medien haben ein ganzes Genre geschaffen, ein Unterhaltungsgenre der Auswanderershow. Ja. Also fast jeder Kanal hat irgendeine Auswandererreportage, Auswanderershow. Auswanderer werden zu Stars aufgebaut. Da gibt es so eine ganz witzige Figur, so ein Hamburger, glaube ich, ja, der irgendwo auch in Kanada sich ein Haus gebaut hat und so weiter. Die werden zu Stars aufgebaut, ja. Und das ist total irre, ja. Also das ist eine Propaganda an Deutsche gerichtet, bitte auszuwandern oder es doch mal zu versuchen, ja. Und das spielt ja alles ineinander wie ein ganzes System, was wir hier vor uns haben. Und unter dem Strich kommt dabei raus, die Bevölkerung Deutschlands soll ausgetauscht werden. Nicht nur Deutschlands, auch Europas insgesamt, ja. Gerade die hochentwickelten Länder sind davon betroffen, die Industrieländer, ja. Und das gibt einem doch schwer zu denken. Du hast darauf hingewiesen, dass wir damit in einem Bereich sind und damit müssen wir leider Gottes hier in der Bewertung noch einen draufsatteln, in einem Bereich sind, zu dem sich die Vereinten Nationen ja auch mal geäußert haben und wo geltende Bestimmungen und Konventionen unverändert existieren. Das, was mit einem solchen Replacement, einer solchen Bevölkerungsaustausch stattfinden soll oder bewusst angegangen wird, könnte man ja und müsste man ja mit den Worten der Vereinten Nationen noch ganz anders bewerten und einschätzen. Ja, also wenn man das mal ganz zu Ende denkt, was da eigentlich passiert, ja, dann bewegt man sich doch hier ganz gefährlich nahe am Straftatbestand des Völkermordes, ja. Nicht nur in Bezug auf Deutsche, sondern auch in Bezug auf, sagen wir mal, Italiener, Franzosen oder Briten, wo das ja ähnliche Problematiken gibt. Ich habe nur mal hier das mitgebracht, das kann jeder nachlesen, zum Beispiel auf Wikipedia.
Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Da gibt es eine UN-Konvention aus dem oder Resolution, und aus der eine Konvention wurde, aus dem Jahr 48. Da heißt es also, man darf keine Maßnahmen verhängen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb einer bestimmten Gruppe gerichtet sind. Ja? Das kann eine nationale, ethnische, religiöse Gruppe oder auch rassische Gruppe sein, heißt es in der Völkermordkonvention. Dort wird der Begriff verwendet. Also ich darf keine Maßnahmen verhängen, die auf Geburtenverhinderung innerhalb einer solchen Gruppe gerichtet sind. Also für einen Völkermord braucht es jetzt keine Erschießung, Massenerschießung oder Vergasungen oder sonst was in der Richtung. Es genügt, wenn solche Maßnahmen eingeleitet werden, die auf die Geburtenverhinderung zum Beispiel gerichtet sind. Natürlich ist glatter Mord auch unter Strafe gestellt, versteht sich, oder Vergasung oder sowas, klar. Aber es reichen solche Maßnahmen, die auf Geburtenverhinderung gerichtet sind. Und ich habe ja vorhin schon mal beschrieben, es gibt jetzt hier jetzt nicht die physische Zwangssterilisation, ja, aber es gibt ein massives Paket von Propagandamaßnahmen, die letztlich auf die Sterilisierung hinauslaufen, und zwar auf die soziale Sterilisierung. Und das bewegt sich meiner Meinung nach ganz gefährlich nah an dem, was nach dieser UN-Konvention strikt verboten ist. Und wenn man das noch kombiniert mit der Masseneinwanderung, die jetzt stattfindet, ja, dann haben wir hier definitiv meiner Meinung nach den Straftatbestand erfüllt. Oder sind ganz nahe dran, zumindest. Ja. Zumindest ist das Resultat, wenn die Schere, die auf der einen Seite die demografische Entwicklung der autochthonen Bevölkerung hier immer weiter nach unten sich öffnet und auf der anderen Seite die Migration, die Einwandererwelle, dann ist das, was nachher in 20, 30, 40, 50 Jahren hier existiert, eben nicht nur eine Multiminoritätengesellschaft, wie der Professor Bauch das geschildert hat, sondern dann gibt es irgendwo noch Reservate, wie bei den Indianern, für die Bayern und die, Mecklenburger und all die anderen. Und der Rest ist ein komplett anderes Land. Ja. Artikel 20 führt das ja eigentlich nahtlos dazu hin, wir haben eine Situation, wo die freiheitlich-demokratische Grundordnung dieses Landes im Bereich ist, abgeschafft zu werden. Definitiv. Es ist alles Mögliche dabei, abgeschafft zu werden. Auch das Lebensrecht der Völker hier in Europa. Ja. Ich möchte nur sagen, da hat es einen Wandel in der UN-Politik gegeben. Also nach dem Krieg, ja, hat sie wirklich sehr positive Maßnahmen getroffen und bestimmte Normen festgelegt. Ja? Bitte zum Beispiel den Völkermord doch unter Strafe zu stellen. Ne? Und heute erkennen wir sie zumindest mal an der Spitze als den obersten Strategen einer Politik, die zumindest, wenn ich es mal beschönigend so nennen darf, Bevölkerungsaustausch herbeiführen soll in bestimmten Staaten. Also man betreibt hier global Bevölkerungspolitik, schiebt Menschenmassen durcheinander, man vertreibt Menschen, man bekriegt Menschen, man setzt Menschenmassen frei, Flüchtlingsmassen frei, man schiebt die in andere Länder, versucht dort die einheimische Bevölkerung zu verdrängen, die man vorher schon sozusagen ausgedünnt hat. Ja. Ja, ja. Also ich kann nur sagen, das ist ja ein Gruselszenario, wie es schlimmer ein alter James-Bond-Film mit einem Dr. No oder sowas nicht hätte erfinden können, ja. So ein Drehbuch hätte ja jeder abgelehnt. Ja? Und jetzt haben wir da so eine Vereinte Nation, die mit ihrem angeschlossenen Vasallen USA, ja, der hier praktisch als Werkzeug wirkt, selber schon fast als bloßes Werkzeug wirkt, die so eine Dr. No-Politik hier betreibt, global. Ja? Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel, da wir ja über mein Buch Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2016 geredet haben, einer dieser zentralen Punkte in dem Buch, die wirklich super, super brisant sind. Ja. Wobei ich nicht sagen kann, ob das jetzt mit dem Schicksal des Buches wirklich letztlich kausal zu tun hat. Ja. Wie gesagt, aber das sind Sachen, die da eben drinstehen und die mir aber aufgezwungen wurden durch die Entwicklung. Ja.
Wenn man jetzt sich anschaut, was die Reaktionen hier sind, ist ein Faktor aus auch deinen Beobachtungen und allgemeinen Beobachtungen spannend, wie sich Institutionen, die hier zur Aufrechterhaltung des Rechtssystems, zur Aufrechterhaltung auch von Staatsgewalt, auch von äußerer Sicherheit mit diesem Thema umgehen. Also das, ich meine jetzt, blick mal zunächst mal auf die Bundeswehr. Da ist ja, steht die Propaganda auf der einen Seite, wenn man den Chef des Reservistenverbandes anschaut, und aber auch inzwischen, wir haben es jetzt gerade in Österreich erlebt, mit einem Aufruf höchster Generäle und Offiziere aus der österreichischen Armee, die ebenfalls deutlich gemacht haben, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Es brodelt auch in der Bundeswehr. Ja, das hoffe ich doch. Ja, die Bundeswehr hat ja einen Eid auf das deutsche Volk abgelegt. Nicht auf die Regierung übrigens, ja, also die Soldaten. Ich hoffe doch sehr, dass es da brodelt. Ne? Wobei es da verschiedene Fraktionen gibt, ja, genau wie in der Bevölkerung. Es gibt also Reservistenchefs, einer darunter ein Bundestagsabgeordneter, der also die Reservisten freudig aufruft, doch bei der Migrantenbetreuung zu helfen. Und es gibt andere Reservisten oder auch Bundeswehrler, die genau das ablehnen und sagen, das geht so nicht weiter. Und ich meine, die Bundeswehr ist das Verteidigungsorgan dieses Staates. Ja? Die muss sich natürlich an erster Stelle mit dieser Thematik befassen, weil, wie ich schon sagte, handelt es sich um den Einsatz einer Migrationswaffe, so komisch das für manchen klingen mag. Ja? Aber Militärs machen nun mal alles zur Waffe, sogar Menschen. Ja? Sie können sogar Menschen zur Waffe machen, und die in diesem Fall, in den allermeisten Fällen, gar nichts dafür können. Die werden einfach zerbombt, vertrieben, ausgelagert, geschleust, ja, als Masse, und daher sind sie halt in den meisten Fällen selber als Opfer zu betrachten. Und sie werden dann zum Teil hier, um bei dem gerade angesprochenen Stichwort zu bleiben, auch noch in Kasernen untergebracht. Also da, je weiter man sich mit der Thematik befasst, umso irrer wird das. Man kann ja eigentlich sagen, jetzt können wir mal hier eine Bilanz ziehen, eine Zwischenbilanz. Deutschland ist ein Irrenhaus, okay? Ja. Es ist ein Irrenhaus, ja? Was im Übrigen im Ausland ganz zur so Kenntnis krass genommen auch wird. So angesprochen wird. Richtig. Und zwar nicht nur von Herrn Trump, sondern auch von vielen anderen. Ja, also im Ausland gibt es viele Stimmen, die genau das sagen, die also sich entweder kaputt lachen oder das Ganze spöttisch betrachten oder schockiert oder ungläubig, was das hier für ein Irrenhaus geworden ist unter Frau Merkel, ja, dass jetzt also Menschen, Fremde, die zum großen Teil unbekannt sind, nicht registriert, sich nicht ausweisen können, in Kasernen untergebracht werden. Das ist ja erstmal eine Symbolik für sich, auch wenn die Kaserne nicht mehr genutzt wird. Aber ursprünglich war das mal eine Verteidigungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. So. Der nächste Schritt bestand jetzt darin, solche Flüchtlinge, unter denen sich ja auch Terroristen befinden können, ist ja vollkommen naheliegend. Sie kommen ja aus Ländern, in denen Terrorismus ein wichtiges Phänomen darstellt, dass also solche Menschen auch in operativen Kasernen untergebracht werden und die deutschen Soldaten ausziehen müssen aus den Kasernen. Ja? Das heißt also, sowas gab es eigentlich nur dann, wenn man den Krieg verloren hatte. Ja? Also, dass die besiegten Truppen raus mussten und die Siegertruppen rein mussten. Ja? Dann habe ich also auch erfahren, dass diese Flüchtlinge oder diese Migranten das dann auch nicht mehr besonders weit haben zu den Waffendepots, die dort noch bestehen, wenn es sich um operative Einrichtungen handelt. Ja? Und dass diese Waffendepots auch nicht jetzt so wunderbar super gut geschützt sind. Ja? Also, wenn man das mal zu Ende denkt, dann kann man sich ja vorstellen, wo wir da noch möglicherweise ankommen werden. Ja? Und was das alles impliziert, das sind alles militärische Implikationen, ja? Die jetzt bereits bis hin zur Kapitulation reichen. Ja? Das sind alles sozusagen kapitulative Merkmale oder Symptome, die da stattfinden. Also ein Szenario, was
im Prinzip ein Acht-Endzeit-Szenario auch darstellt, bewusst von einer Politik, aus welchen Gründen auch immer, provoziert und betrieben, auf der anderen Seite aber eben auch wiederum deutlich macht, dass die Menschen hier, die Opfer einer solchen Politik sind, das Recht haben, inzwischen, ja, das gibt uns ja der Artikel 20, deutlich zu machen, dass man mit einer solchen Entwicklung nicht einverstanden ist. Was das dann konkret bedeutet, muss man diskutieren und muss man sich überlegen, aber wir haben im Prinzip eine Situation, wo Widerstand und Widerstandsrecht in Ordnung ist. Wobei ich aber der Meinung bin, dass die legalen Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Ja. Ja, also erstmal muss man doch mal auf die Straße gehen. Ne? Die Bevölkerung hier muss aus ihrer Lethargie herauskommen. Ja? Und natürlich hat sie sowieso das Recht zum legalen Widerstand, sowieso. Ja? Und den muss sie endlich mal, dieses Recht muss sie endlich mal ausschöpfen. Was übrigens auch dazu gehört, ist einfach diese Propagandamedien nicht mehr zu bezahlen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, ja, die mit einem sehr geringen Risiko verbunden ist für jeden. Ja, aber endlich mal diesen öffentlich-rechtlichen, ich sage immer öffentlich-rechtswidrigen Anstalten den Finanzhahn abdrehen. Das ist mal das Erste. Gut, das geht natürlich dann in dem Medienbereich, was die Publikationen betrifft, genauso weiter. Auch da muss ich eben die Dinge, die mich seit Jahrzehnten ohnehin angelogen haben, nicht auch noch weiter kaufen. Genau. Und auf der anderen Seite, wer heute die in Anführungsstrichen Parteien der Koalition, die in Berlin verantwortlich für das ganze Desaster ist, in Anführungsstrichen verantwortlich, denen auch noch eine Stimme gibt, ist natürlich irgendwo auch selbst dran schuld. Also ich kann nur sagen, es muss mal jedem klar werden, weiter so wie in den letzten 30, 40 Jahren geht gar nicht mehr. Ja? Wir können nicht mehr CDU wählen oder SPD oder FDP, weil wir das schon immer gemacht haben oder weil der Vater das auch gemacht hat und vielleicht auch der Großvater. Ja? Sondern hier geht es jetzt um die nackte Existenz. Das heißt, all diese Kräfte, denen ist sofort jede Unterstützung zu versagen und abzuschneiden. Ja? Und wir brauchen neue politische Kräfte. Ja? Und wenn sich neue politische Kräfte anbieten, sollten wir denen erstmal einen gewissen Vorschuss geben. Man kann ja immer noch sehen, was sie dann draus machen, wie zum Beispiel der AfD, würde ich mal sagen. Ja? Also schlimmer als das, was wir im Augenblick an herrschendem Regierungspotenzial erleiden müssen, kann es eigentlich nicht werden. Das ist einfach, unsere Politik hat immer so gern davon gesprochen, dass all diese Diktatoren Krieg gegen die eigene Bevölkerung führen. Ja? Aber dann frage ich dich, was macht denn zum Beispiel Angela Merkel, was macht denn diese Bundesregierung, wenn nicht Krieg gegen die eigene Bevölkerung führen? Ja? Auch wenn sie nicht hingeht und jetzt jeden erschießt, jedenfalls noch nicht. Ja. Na ja, gut, die Dinge, die wir in Köln und anderen Städten gerade frisch erlebt haben, sind natürlich auch ein deutliches Signal, dass wir hier eine Vorbürgerkriegssituation gegen die eigene Bevölkerung haben, bei der die Politik einfach nur schönredet und jetzt wenigstens zugeben muss, dass sie die Hintergründe seit Jahrzehnten vertuscht und verheimlicht und verschwiegen hat. Das ist dann auch alles. Das wird dann 3-4 Mal wiederholt und ansonsten geht das alles weiter wie bisher. Frau Merkel ist für fast jede einzelne Vergewaltigung, fast für jeden einzelnen sexuellen Übergriff, für jeden einzelnen Taschendiebstahl mitverantwortlich, der an Silvester in Köln und anderswo stattgefunden hat. Ja. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Nicht der einzelne Taschendieb aus Ghana oder Tunesien meinetwegen, der plötzlich auf dem Kölner Bahnhofsplatz gelandet ist und an dem plötzlich eine junge deutsche Frau vorbeiläuft oder eine junge einheimische Frau vorbeiläuft, ja, ist in erster Linie verantwortlich, sondern diejenigen, die das Szenario überhaupt erst mal herbeigeführt haben. Ja. Einerseits düsteres, andererseits wird aber auch deutlich, dass wir hier ein Bild haben, in einer Phase, in einer politischen Entwicklung zu sein, wo ein politisches System zusammenbricht. Wir leben hier in Leipzig oder wir sind jetzt hier in Leipzig, ich lebe in Leipzig. Die Menschen,
erinnern sich sehr gut an eine Endphase 1989, wo dem politisch herrschenden System nichts mehr geglaubt wurde, wo die Medien als reine Propaganda verstanden wurden und wo man auch dem System, was die Gestaltung und die Umsetzung von Staatlichkeit, von Wirtschaftsbetrieb und so weiter, nichts mehr zugetraut hat. Und die sagen, das ist jetzt 1989 und jetzt ungeheuer vergleichbar, ob ich nun damals nur das neue Deutschland hatte oder das neue Deutschland heute Spiegel, Fokus, Stern oder sonst wie heißt, ist eigentlich egal. Aber das Gefühl, das alles schon mal erlebt zu haben, haben die Menschen, die hier leben, ganz stark. Das ist im Westen weniger, weil das niemand dort erlebt hat. Aber wir haben eine Endzeit. Und das Spannende ist ja, es hängt beide Male mit der Aufgabe von Grenzen zusammen. Ja. Ja? Also 1989 wurden die DDR-Grenzen aufgelöst. Dadurch hat sich der Staat aufgelöst. Also müssen diese Menschen, die damals schon ein politisches Bewusstsein hatten oder politisch denken konnten, sehr gut wissen, was jetzt hier passiert. Hier wurden auch die Grenzen aufgegeben. Die Schabowski-Erklärung von damals ist die Merkel-Erklärung von heute oder vom vergangenen Jahr. Nur mit umgekehrten Vorzeichen. Ja. Eine Massenmigration bringt einen Staat um, egal in welcher Richtung. Ja. Ganz herzliches Dankeschön, vor allen Dingen auch dafür, dass die Arbeit, die du gemacht hast, unverändert weitergeht und weitergehen kann, dass du es geschafft hast, dass trotz des, der für dich ja mit Sicherheit nicht einfachen Situation, einen Verlagspartner zu haben, der mit dir, du mit ihm, er mit dir sehr erfolgreich gewesen ist, plötzlich wechseln zu müssen. Und insofern ist das ein Umstand, der sehr schön ist, dass hier das nahtlos weitergeht und das Einzige, was sich ändert, das Verlagslogo auf dem Cover ist. Ja, das finde ich natürlich fantastisch. Dafür bin ich dem Verleger Jochen Kopp auch wahnsinnig dankbar, dass der hier also sozusagen in einer unbeschreiblichen Rettungsaktion um die Weihnachtsfeiertage herum mussten wir das Buch produzieren, musste er das herstellen, ja, dass er das gemacht hat. Finde ich einfach fantastisch und sehr mutig auch, ja. Und natürlich kann ich meinen Dank auch nur zurückgeben. Also ohne Sendung wie die deine könnten wir unsere Botschaft nicht so gut verbreiten. Und die Arbeit, die da stattfindet, ist auch sensationell, muss ich sagen. Bin ich sehr begeistert. Danke dir. Alles Gute weiterhin. Danke gleichfalls. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetadresse www.wisniewski.de ein. Auf dieser Internetadresse habt ihr natürlich immer wieder aktuelle Informationen zum aktuellen Geschehen. Nicht nur im Bereich der Migrations- und Einwanderwelle, sondern für zu vielen anderen unterschiedlichen Themen auch. Ihr wisst, wie breit inhaltlich und thematisch Gerhard aufgestellt ist und wie viele Themen er journalistisch bearbeitet hat. Das lohnt sich alles. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, seine Bücher dort zu bestellen und einen Überblick zu bekommen. Wir haben heute nur über zwei verschiedene gesprochen. Dies geht natürlich noch deutlich weiter, diese Publikationen bei ihm dann auf der Seite zu bestellen, wie im Übrigen jedes andere Buch, was euch interessiert, auch. Ich will dann noch auf die Publikationen hinweisen. Das eine ist das etwas jüngere Baby, nämlich Ungeklärt, Unheimlich, Unfassbar. Das sind die spektakulärsten Kriminalfälle des Jahres 2015. 2016 Jahrbuch des Verbrechens und das ist etwas, was angesprochen wurde und in Kürze verfügbar ist. Und wenn ihr diese Sendung seht, ist diese Publikation verfügbar. 2016 das etwas andere Jahrbuch, verheimlicht, vertuscht, vergessen, was 2015 nicht in der Zeitung stand. Eine Publikation, über die wir sehr viel heute gesprochen haben und wo ihr dann ganz ausführlich auch dieses Thema über 25 Jahre Bundesrepublik und wohin die Reise im Augenblick geht mit dem, was Frau Merkel angerichtet hat, dann im Detail und ausführlich und mit Quellen natürlich nachlesen könnt. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wir
ganz klares Recht dieses Landes, aber auch europäisches Recht in Serie permanent gebrochen wird, zugespitzt eben von der Merkel als der obersten Schleuserin gesprochen werden wird oder gesprochen wird, dann ist es ja umso erstaunlicher, dass du nicht einen einzigen Staatsanwalt in diesem Land hast, der jetzt mal zahlreich vorhandene Klagen eingereicht wurden sie ja, was ich was, wie viele tausend Klagen, keine Ahnung, da inzwischen vorliegen, nicht einen einzigen wirklich nachgegangen wurde. Die Erklärung ist ja ganz einfach. Also Deutschland hat sich ja eine ganze Zeit zum Beispiel gegenüber anderen Ländern überlegen gefühlt wie Italien, wo es diese Mafia gibt, entsetzlich und so weiter. Ja, das ist schrecklich, aber was wir auf der anderen Seite in Italien sehen, dass es da auch knallharte Staatsanwälte gibt, die bis hinauf in die Regierung ermitteln. Warum? Weil diese Staatsanwälte nicht weisungsgebunden sind. Unsere Staatsanwälte sind alle weisungsgebunden von oben, vom Justizministerium der Länder zum Beispiel. Das heißt, das ist die Erklärung, warum auf Staatsanwaltsebene absolutes Schweigen herrscht zu dieser Sache und auch bei der Bundesanwaltschaft, weil das mit einem Befehl von oben sofort gestoppt werden kann. Ja. Das ist also das deutsche verfasste Justizsystem, das natürlich inzwischen im Prinzip auch auf Gewohnheitsrecht beruht. Ja. Gerade der Vergleich mit Italien macht eben deutlich, dass es dort möglich ist, dass ein Berlusconi wirklich massive Probleme bekommt, angeklagt wird, im Zweifelsfall sogar mit Gefängnisstrafen hat rechnen müssen. Also da wurde nicht mit Glacé-Handschuhen mit dem obersten Repräsentant des Landes, also politisch gesehen, umgegangen. Da kann Frau Merkel sich sehr bequem zurücklehnen. Das wird aufgrund der Weisungsabhängigkeit und so weiter unserer Staatsanwälte eben hier in diesem Land nicht passieren. Man kann halt sagen, die politische Klasse dieses Landes hat sich dadurch wirksamst abgeschottet. Es führt da einfach keinen Weg hin, weil so wie ein solches Ermittlungsverfahren gegen Merkel oder andere stattfinden würde, würde das Stoppschild hochgehalten werden, ja, von einem Justizminister zum Beispiel. Und das ist einfach eine hermetische Abschottung gegen jede strafrechtliche Verfolgung. Ja. Kommen wir zurück zu der Ausgangsproblematik einer Einwandererwelle, die wir im Augenblick haben. Verlassen wir mal den Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Der ist demontiert genug seit dieser Freigabe im Prinzip, dieses Land freizugeben für jeden Flüchtling schlechthin. Dass das numerisch gesehen völliger Wahnsinn ist, ist völlig klar. Wir haben, glaube ich, weltweit um die 60 Millionen Flüchtlinge. Also wir müssten dann, wenn wir sagen, wir sind für die, der auf der Welt zuständig, dieses Land bevölkerungsmäßig verdoppeln. Und wenn ich die 110 Millionen Wanderarbeiter in China, die als sehr legitime Wirtschaftsflüchtlinge Anspruch erheben könnten, denen geht es, ich habe das erlebt, denen geht es wirklich schlecht. Sowas an Armut und an Not habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und das wären also Wirtschaftsflüchtlinge völlig normal, also da würde man das verstehen, dann ist hier komplett Land unter, wie es jetzt auch schon ist. Also das kann eigentlich nicht der Weg sein. Also wenn man sich nur mal diese ganz primitiven Zahlen betrachtet, und Fakten und auch Stellungnahmen von Merkel selbst, dann kann man ja eigentlich ihre Absicht schon daraus wunderbar sich erschließen. Also es gibt, sagen wir mal, diese 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt und es gibt eine Bundeskanzlerin, die sagt, es gibt keine Obergrenze für die Aufnahme solcher Migranten. Ne? Also dann kann man daraus sehr gut ableiten, wo das hinführen wird, nämlich zur Zerstörung Deutschlands, aber auch anderer europäischer Länder, die genauso schlimme Probleme haben mit diesen Einwanderungswellen. Ja. Jetzt ist das ja sicher etwas, da hast du schon darauf hingewiesen, was irgendwo ein System hat, was also nicht vom Himmel fällt. Und wenn eine Merkel plötzlich eine solche Erklärung abgibt, dann hat sie da im Zweifelsfall den freundlichen Hinweis bekommen, das genauso zu machen. Also irgendjemand hat an dieser ganzen Thematik ein Interesse. Es müsste einen
Plan geben. Da kann man sagen, ja, das ist natürlich jetzt alles Verschwörungstheorie, aber ist es das oder gibt es diese Pläne? Nee, das ist leider keine Verschwörungstheorie. Also im Grunde genommen muss man ja auch nur wieder zwei und zwei zusammenzählen. Also wir haben in ganz vielen Ländern Europas auf der einen Seite zusammenbrechende Geburtenraten, ja, und auf der anderen Seite eine riesige jetzt Einwanderungswelle. Also die Einwanderung oder auch die Asylproblematik hat natürlich schon vor längerer Zeit begonnen, aber jetzt spitzt sich das dramatisch zu. Wenn man das beides zusammenbringt, kommt man natürlich automatisch auf den Begriff Austausch. Ja. Hier werden die Bevölkerungen gnadenlos, knallhart ausgetauscht, ja. Und es steckt da ein System dahinter. Auf der einen Seite haben wir ja eine, sag ich mal, absolut nachwuchsfeindliche Politik seit Jahrzehnten. Ja. Das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die hauptsächlich über Propaganda transportiert werden, ja, wie Zerstörung der Familie, Berufstätigkeit der Frau. Homosexualität ist ganz wichtig, die Homo-Ehe, nichts gegen einzelne Homosexuelle, es geht um die Propaganda und die Masse, die sich daraus ergibt und die bevölkerungspolitischen Folgen. Es ist ein ganzes Bündel oder die Angst vor AIDS, der Zwang zum Kondom, dass man jungen Mädchen einredet, ey, ihr könnt von Geschlechtsverkehr Gebärmutterhalskrebs bekommen, also der Geschlechtsverkehr wird angstbesetzt und natürlich ganz wichtig die Verhütungsmittel wie die Pille, die Freigabe der Abtreibung, also die ja zumindest mal früher geächtet war, auch verboten war und dann aber als ganz, was ganz Normales propagiert wurde von Leuten wie Alice Schwarzer und so. Ja. Also wir haben auf der einen Seite dieses Bündel von Maßnahmen, das eigentlich auf so eine Art soziale Sterilisierung hinausläuft. Ja. Man geht also nicht hin zu dem einzelnen Menschen, was furchtbar wäre und schneidet ihm die Eileiter oder Samenleiter durch, sondern man durch ein Bündel von Propagandamaßnahmen bewirkt man, dass die Geburtenraten einfach zusammenbrechen müssen. Also der berühmte Verhaltensforscher Eibel Eibesfeld hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, das ist Vernichtung durch Propaganda. Ja. Ja. Und Johannes so, Paul II. Ist immer furchtbar geprügelt worden, als er bei dem Thema Abtreibung die Zahlen mal zusammengezählt hat und dann in irgendeiner Weise hier von einem Abtreibungsholocaust gesprochen hat. Mhm. Da hat er natürlich furchtbare prügelt bekommen, aber die Zahlen, auf die er kam, waren, glaube ich, allein für Deutschland ein zweistelliger Millionenbereich an nicht geborenen Kindern, auch in der Konsequenz dann natürlich in der nächsten Generation. Also wir reden soziale Sterilisation über ein sehr wirkungsvolles Instrument im ganz großen Stil. Richtig, und zwar nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und ganz interessanterweise übrigens, ausgerechnet die drei Verlierer des Zweiten Weltkriegs, Deutschland, Japan und Italien, die drei Verbündeten, ja, die haben mit die allerniedrigsten Geburtenraten auf dem gesamten Globus. Also gegen die geht es wirklich in erster Linie. Nicht nur, aber in erster Linie. Ja. In zweiter Linie gegen ganz Europa. Ja. Und jetzt haben wir dieses Einwanderungsphänomen im ganz großen Stil. Also in Anführungszeichen, sage ich mal, werden jetzt diese Staaten regelrecht geflutet mit Migranten. Ja. Und auch das ist kein Zufall, sondern da gibt es seit dem Jahr 2000 ein UNO-Papier dazu, einen UNO-Plan. Und der spricht ganz, ganz offen von sogenannter Replacement Migration, ja, also dem Bevölkerungsaustausch, dem Ersatz der Bevölkerung. Und da wird einfach gesagt, ja, also das könnte doch ein gutes Mittel sein, um diese alternden Gesellschaften sozusagen am Leben zu erhalten, ja. Und worüber ich mich halt wundere, ist, dass da so wenig die Rede ist von dem eigenen Nachwuchs. Warum sollen denn die Bevölkerung keinen Nachwuchs mehr haben? Ja, das ist ja regelrecht gruselig. Inwiefern ist es denen verboten oder warum darf das nicht sein? Man könnte ja sagen, wir machen eine nachwuchsfreundliche Politik oder so, ja. Oder Deutschland steht auf der Liste der familienfeindlichsten Länder ganz oben, auf der familienfreundlichsten auf Platz 71 von, glaube ich, 73. Also das Ganze ist ja auch kein Zufall, dass gerade die Familienfeindlichkeit genau zu diesem Ergebnis letztendlich führt. Genau. Und ich erinnere mich, in den 70er Jahren zum Beispiel war das Wort Geburtenanreiz ein ganz
gängiger Begriff in der Politik, weil ein Geburtenanreiz ist ja ein wichtiges Werkzeug für Politiker, weil das betrifft ja alles. Die Schulen, den Arbeitsmarkt, die Rente. Also haben die Politiker sehr oft über Geburtenanreize geredet. Was kann man denn da machen? Soll man irgendwelche Prämien ausschütten oder die Familien weiter entlasten oder das Kindergeld erhöhen und so weiter? Und wenn man das mal beobachtet, dieses Wort Geburtenanreiz ist im Prinzip heute ein Tabu. Ja. Das findet man kaum noch. Ja? Ja, und wenn wäre es dann verdächtig? Ja, ja, also das ist wahrscheinlich politisch verdächtig, wenn man das benutzen würde. Also davon darf gar nicht geredet werden. Es wird immer nur geredet davon, dass wir Einwanderer brauchen. Auch in der sogenannten Facharbeiterfrage, in der angeblichen, wird ja nicht gesagt, ja Mensch, wir müssen uns überlegen, wo wir praktisch den sprichwörtlichen Nachwuchs herbekommen, sondern es wird ganz fein darauf geachtet, auch bei Angela Merkels sogenannten Demografiegipfeln, die immer wieder stattfinden, dieses Thema außen vor zu lassen, sondern immer nur von Einwanderern zu reden. Das finde ich gespenstisch. Ja. Ja. Und was die UNO hier gemacht hat, die hat schon im Jahr 2000 von dieser Austauschmigration gesprochen, Replacement Migration. Da gibt es einen Plan als Gegenmittel gegen die Überalterung der Bevölkerung. Allein natürlich, also kein eigener Nachwuchs der Bevölkerung. Und das Spannende ist, dass man in Deutschland noch einen weiteren Kniff angewendet hat. Dieses Papier gibt es ja in verschiedenen Sprachen. Also auf Englisch, auf Französisch heißt das Replacement Migration. Ja. Bestimmte Berufe zum Beispiel haben ganze Listen, welche Berufe sie gebrauchen können. Ich glaube, in Kanada ist das zum Beispiel so. Ja, ja. Ja. Und das wird übrigens jedes Jahr nachgetunt. Aha. Also das Spannende in Kanada ist, dass du dann eine Situation hast, wo die kanadische Regierung das, was im Jahre 2015 gegolten hat und sie jetzt festgestellt haben, wir brauchen keine Physiker mehr oder keine Lehrer mehr. Es gab mal eine Zeit, da brauchten sie Rentner. Mhm. Also das war ganz unterschiedlich. Ändert sich im nächsten Jahr und da gibt es neue Bedingungen. Also das Land definiert als Einwanderungsland ganz sauber, was brauchen wir? Da sind keine offenen Grenzen und da kann man nicht sagen, ich würde gerne in Kanada leben, sondern da muss ich mich für dieses Land qualifizieren. Genau. Haben wir jetzt im Augenblick nicht ganz so. Ja, nein. Und die Medien spielen dabei natürlich kräftig mit. Ich meine, die Medien haben ein ganzes Genre geschaffen, ein Unterhaltungsgenre der Auswanderershow. Ja. Also fast jeder Kanal hat irgendeine Auswandererreportage, Auswanderershow. Auswanderer werden zu Stars aufgebaut. Da gibt es so eine ganz witzige Figur, so ein Hamburger, glaube ich, ja, der irgendwo auch in Kanada sich ein Haus gebaut hat und so weiter. Die werden zu Stars aufgebaut, ja. Und das ist total irre, ja. Also das ist eine Propaganda an Deutsche gerichtet, bitte auszuwandern oder es doch mal zu versuchen, ja. Und das spielt ja alles ineinander wie ein ganzes System, was wir hier vor uns haben. Und unter dem Strich kommt dabei raus, die Bevölkerung Deutschlands soll ausgetauscht werden. Nicht nur Deutschlands, auch Europas insgesamt. Ja? Gerade die hochentwickelten Länder sind davon betroffen, die Industrieländer. Ja? Und das gibt einem doch schwer zu denken. Du hast darauf hingewiesen, dass wir damit in einem Bereich sind und damit müssen wir leider Gottes hier in der Bewertung noch einen draufsatteln, in einem Bereich sind, zu dem sich die Vereinten Nationen ja auch mal geäußert haben und wo geltende Bestimmungen und Konventionen unverändert existieren. Das, was mit einem solchen Replacement, einer solchen Bevölkerungsaustausch stattfinden soll oder bewusst angegangen wird, könnte man ja und müsste man ja mit den Worten der Vereinten Nationen noch ganz anders bewerten und einschätzen. Ja, also wenn man das mal ganz zu Ende denkt, was da eigentlich passiert, ja, dann bewegt man sich doch hier ganz gefährlich nahe am Straftatbestand des Völkermordes. Ja. Nicht nur in Bezug auf Deutsche, sondern auch in Bezug auf, sagen wir mal, Italiener, Franzosen oder Briten, wo das ja ähnliche Problematiken gibt. Ich habe nur mal hier das mitgebracht, das kann jeder nachlesen, zum Beispiel auf Wikipedia. Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Da gibt es eine UN-Konvention aus dem oder Resolution und aus der eine Konvention wurde aus dem Jahr 1948. Da heißt es also, man darf keine Maßnahmen verhängen,
die auf die Geburtenverhinderung innerhalb einer bestimmten Gruppe gerichtet sind. Ja? Das kann eine nationale, ethnische, religiöse Gruppe oder auch rassische Gruppe sein, heißt es in der Völkermordkonvention. Dort wird der Begriff verwendet. Also ich darf keine Maßnahmen verhängen, die auf Geburtenverhinderung innerhalb einer solchen Gruppe gerichtet sind. Also für einen Völkermord braucht es jetzt keine Erschießung, Massenerschießung oder Vergasungen oder sonst was in der Richtung. Es genügt, wenn solche Maßnahmen eingeleitet werden, die auf die Geburtenverhinderung zum Beispiel gerichtet sind. Natürlich ist glatter Mord auch unter Strafe gestellt, versteht sich, oder Vergasung oder sowas, klar. Aber es reichen solche Maßnahmen, die auf Geburtenverhinderung gerichtet sind. Und ich habe ja vorhin schon mal beschrieben, es gibt jetzt hier jetzt nicht die physische Zwangssterilisation, ja, aber es gibt ein massives Paket von Propagandamaßnahmen, die letztlich auf die Sterilisierung hinauslaufen, und zwar auf die soziale Sterilisierung. Und das bewegt sich meiner Meinung nach ganz gefährlich nah an dem, was nach dieser UN-Konvention strikt verboten ist. Und wenn man das noch kombiniert mit der Masseneinwanderung, die jetzt stattfindet, ja, dann haben wir hier definitiv meiner Meinung nach den Straftatbestand erfüllt oder sind ganz nahe dran zumindest. Ja. Zumindest ist das Resultat, wenn die Schere, die auf der einen Seite die demografische Entwicklung der autochthonen Bevölkerung hier immer weiter nach unten sich öffnet und auf der anderen Seite die Migration, die Einwandererwelle, dann ist das, was nachher in 20, 30, 40, 50 Jahren hier existiert, eben nicht nur eine Multiminoritätengesellschaft, wie der Professor Bauch das geschildert hat, sondern dann gibt es irgendwo noch Reservate, wie bei den Indianern, für die Bayern und die, was ich was, Mecklenburger und all die anderen. Und der Rest ist ein komplett anderes Land. Ja. Artikel 20 führt das ja eigentlich nahtlos dazu hin. Wir haben eine Situation, wo die freiheitlich-demokratische Grundordnung dieses Landes im Bereich ist, abgeschafft zu werden. Definitiv. Es ist alles Mögliche dabei, abgeschafft zu werden. Auch das Lebensrecht der Völker hier in Europa. Mhm. Ja. Ich möchte nur sagen, da hat es einen Wandel in der UN-Politik gegeben. Also nach dem Krieg, ja, hat sie wirklich sehr positive Maßnahmen getroffen und bestimmte Normen festgelegt. Ja. Bitte zum Beispiel den Völkermord doch unter Strafe zu stellen. Ne? Und heute erkennen wir sie zumindest mal an der Spitze als den obersten Strategen einer Politik, die zumindest, wenn ich es mal beschönigend so nennen darf, Bevölkerungsaustausch herbeiführen soll in bestimmten Staaten. Also man betreibt hier global Bevölkerungspolitik, schiebt Menschenmassen durcheinander, man vertreibt Menschen, man bekriegt Menschen, man setzt Menschenmassen frei, Flüchtlingsmassen frei, man schiebt die in andere Länder, versucht dort die einheimische Bevölkerung zu verdrängen, die man vorher schon sozusagen ausgedünnt hat. Ja. Ja, ja. Also ich kann nur sagen, das ist ja ein Gruselszenario, wie es schlimmer ein alter James-Bond-Film mit einem Dr. No oder sowas nicht hätte erfinden können. Ja? So ein Drehbuch hätte ja jeder abgelehnt. Ja? Und jetzt haben wir da so eine Vereinte Nation, die mit ihrem angeschlossenen Vasallen USA, ja, der hier praktisch als Werkzeug wirkt, selber schon fast als bloßes Werkzeug wirkt, die so eine Dr. No-Politik hier betreibt, global. Ja? Mm. Und das ist für mich zum Beispiel, da wir ja über mein Buch Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2016 geredet haben, einer dieser zentralen Punkte in dem Buch, die wirklich super, super brisant sind. Ja? Wobei ich nicht sagen kann, ob das jetzt mit dem Schicksal des Buches wirklich letztlich kausal zu tun hat. Ja? Wie gesagt, aber das sind Sachen, die da eben drinstehen und die mir aber aufgezwungen wurden durch die Entwicklung. Ja. Wenn man jetzt sich anschaut, was die Reaktionen hier sind, ist ein Faktor aus auch deinen Beobachtungen und allgemeinen Beobachtungen spannend, wie sich Institutionen, die hier zur
Aufrechterhaltung des Rechtssystems, für Aufrechterhaltung auch von Staatsgewalt, auch von äußerer Sicherheit mit diesem Thema umgehen. Also das, ich meine jetzt, blick mal zunächst mal auf die Bundeswehr. Da ist ja, steht die Propaganda auf der einen Seite, wenn man den Chef des Reservistenverbandes anschaut, und aber auch inzwischen, wir haben es jetzt gerade in Österreich erlebt, mit einem Aufruf höchster Generäle und Offiziere aus der österreichischen Armee, die ebenfalls deutlich gemacht haben, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Es brodelt auch in der Bundeswehr. Ja, das hoffe ich doch. Ja, die Bundeswehr hat ja einen Eid auf das deutsche Volk abgelegt. Nicht auf die Regierung übrigens, ja, also die Soldaten. Ich hoffe doch sehr, dass es da brodelt. Ne? Wobei es da verschiedene Fraktionen gibt, ja, genau wie in der Bevölkerung. Es gibt also Reservistenchefs, einer darunter ein Bundestagsabgeordneter, der also die Reservisten freudig aufruft, doch bei der Migrantenbetreuung zu helfen. Und es gibt andere Reservisten oder auch Bundeswehrler, die genau das ablehnen und sagen, das geht so nicht weiter. Und ich meine, die Bundeswehr ist das Verteidigungsorgan dieses Staates. Ja? Die muss sich natürlich an erster Stelle mit dieser Thematik befassen, weil, wie ich schon sagte, handelt es sich um den Einsatz einer Migrationswaffe, so komisch das für manchen klingen mag. Ja? Aber Militärs machen nun mal alles zur Waffe, sogar Menschen. Ja, sie können sogar Menschen zur Waffe machen, und die in diesem Fall, in den allermeisten Fällen, gar nichts dafür können. Die werden einfach zerbombt, vertrieben, ausgelagert, geschleust, ja, als Masse. Und daher sind sie halt in den meisten Fällen selber als Opfer zu betrachten. Und sie werden dann zum Teil hier, um bei dem gerade angesprochenen Stichwort zu bleiben, auch noch in Kasernen untergebracht. Also je weiter man sich mit der Thematik befasst, umso irrer wird das. Man kann ja eigentlich sagen, jetzt können wir mal hier eine Bilanz ziehen, eine Zwischenbilanz. Deutschland ist ein Irrenhaus, okay? Ja. Es ist ein Irrenhaus, ja? Was im Übrigen im Ausland ganz zur so Kenntnis krass genommen auch wird. So angesprochen wird. Richtig. Und zwar nicht nur von Herrn Trump, sondern auch von vielen anderen. Ja, also im Ausland gibt es viele Stimmen, die genau das sagen, die also sich entweder kaputt lachen oder das Ganze spöttisch betrachten oder schockiert oder ungläubig, was das hier für ein Irrenhaus geworden ist unter Frau Merkel. Ja, dass jetzt also Menschen, Fremde, die zum großen Teil unbekannt sind, nicht registriert, sich nicht ausweisen können, in Kasernen untergebracht werden. Das ist ja erstmal eine Symbolik für sich, auch wenn die Kaserne nicht mehr genutzt wird. Aber ursprünglich war das mal eine Verteidigungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. So. Der nächste Schritt bestand jetzt darin, solche Flüchtlinge, unter denen sich ja auch Terroristen befinden können, ist ja vollkommen naheliegend, sie kommen ja aus Ländern, in denen Terrorismus ein wichtiges Phänomen darstellt, das Ersatz, Migration oder Austausch, Bevölkerungsaustausch. Und das deutsche Papier trägt den Titel Bestandserhaltungsmigration. Ja? Da hat man also im Prinzip diese Übersetzung umgefälscht in etwas Positives, so als würde das ja erhalten praktisch. Ja? Und in Wirklichkeit erhält das gar nichts, sondern also es tauscht, dass die Völker werden ausgetauscht. Also ich würde jetzt mal fast politisch nicht korrekt sagen, sie werden im Prinzip demografisch um die Ecke gebracht. Ja. Ja? Und das ist oberste UNO-Politik. Und das ist auch wieder etwas, wovon Frau Merkel ganz viel hält, von UNO-Politik, ja, von UNO-Abkommen. In Wirklichkeit wissen wir gar nicht, wie stark wir bereits von UNO-Abkommen regiert werden. Nicht nur in diesem Bereich, in ganz vielen anderen auch. Diese begriffliche Schönfärberei hier von einer, wie heißt es so schön, Bestandserhaltungsmigration zu sprechen, macht ja auch deutlich, dass man ganz bewusst das, was, also in der deutschen Übersetzung, das, was eigentlich dahinter steckt, verschleiern möchte. Und macht auch klar, dass es ja auch für die Länder, die sogenannten Geberländer, da sollte man
vielleicht auch nochmal einen Blick hinwerfen, ja auch nicht unproblematisch ist. Also wenn wir gerade jetzt die Lage in Syrien sehen, wo wir eine US- und Türkei gesteuerte Terrorgruppe haben, die dort Bürgerkrieg macht und das Land verunsichert. Gleichzeitig werden zu Hunderttausenden waffenfähige, ausgebildete Syrer, die dort etwas für ihr eigenes Land tun könnten, abgezogen, sodass natürlich auch damit eine Destabilisierung dieses Landes erreicht wird. Ganz genau. Also die Migrationswaffe, die ja nicht meine Erfindung ist, ja. Ich habe als einer der ersten den Begriff hier eingeführt, sondern das ist ein Begriff, der auf eine amerikanische Wissenschaftlerin zurückgeht. Ja. Diese Migrationswaffe wirkt in beide Richtungen. Ja? Ja. Also sie schädigt das Empfängerland und natürlich auch das, sag ich mal, Emittentenland. Ja. Ja? Das also komplett ausblutet. Also einerseits wird es militärisch geschwächt, nämlich wenn dort die ganzen Männer abgezogen werden. Andererseits natürlich auch wirtschaftlich geschwächt, denn wer soll das Land denn überhaupt dann wieder aufbauen? Wer soll die Infrastruktur betreiben und so weiter? Es ist ein Krieg gegen beide Seiten. Deswegen sage ich auch immer, diese Migranten sind zum großen Teil selber Opfer. Und wenn man sich diesen UNO-Plan mal anschaut, Replacement Migration, wo also diese Migration verkauft wird als Mittel gegen demografische Überalterung von bestimmten Gesellschaften, dann muss man sich ja fragen, oder man muss dann zu dem Schluss kommen, ja, dann wird Vertreibung ja gebraucht. Wenn ich also Menschen verschieben will in andere Staaten oder wenn ich, sage ich mal, flapsig bestimmte Gesellschaften sozusagen aufforsten will, ja, dann müssen die ja irgendwo herkommen, die Menschen. Und freiwillig dafür, tun die das ja nicht. Eben, freiwillig tun die das nicht. Ne? Ja. Also in Libyen war einer der tollsten Sozialstaaten in ganz Afrika, wenn nicht der beste überhaupt. Warum sollten die Menschen denn da weggehen? Die wären dann nie weggegangen. Die hatten also Sozialleistungen, davon können wir nur träumen. Ja? Und dafür brauche ich Vertreibung. Dieser UNO-Plan kann nur funktionieren, wenn ich Vertreibung habe, wenn ich Krieg führe, wenn ich Menschen aus ihrer Heimat verjage. Und das ist das unglaublich Zynische, was man hier erkennen muss, dass die UNO weit davon entfernt ist, irgendeine freundliche Organisation zu sein oder eine positive Art Weltregierung oder sowas in der Richtung. Das ist ein ganz gefährlicher, diktatorischer und menschenverachtender Apparat. Es passt in dieses Bild, was du gerade gesagt hast, ja auch exzellent rein, dass in den problemnahen Flüchtlingslagern, also wo es um echte Flüchtlinge geht, also Jordanien beispielsweise, die Tagessätze oder die Monatssätze, die die Vereinten Nationen zur Unterstützung dieser Einrichtungen zur Verfügung gestellt hat, gerade jetzt kürzlich drastisch gesunken sind. Also ich meine, wenn man das weiß, und kriegt dann mit, dass die dann natürlich in diesen Lagern, wenn dann einfach aufgrund dieses angeblichen Geldmangels anfangen, was ich was, eine Völkerwanderung sich auf den Weg macht, hätte man natürlich seitens der deutschen Politik sagen, okay, dann, wenn die UNO es nicht schafft finanziell, springen wir ein. Es wäre tausendmal billiger gewesen als das, was wir jetzt tun, aber zeigt, dass die Vereinten Nationen in dem Bereich ganz bewusst an der Schraube der Eskalation gedreht haben. Also wenn man diese Bausteine zusammenfügt, dann erkennt man eine ungeheuerlich menschenverachtende Strategie, die hier also durchgeführt wird. Und dann passt auch Frau Merkels Verhalten nahtlos da hinein, einfach die Grenzen aufzumachen. Ihr Kinderlein kommet, ja. Das passt da nahtlos hinein und das ist wirklich atemberaubend, was sich da abspielt, ja. Also solche Körper wie die UNO, der viele bisher vertraut haben als etwas Positivem, fangen hier tatsächlich an, Bevölkerungsstrategien zu entwerfen und zu verfolgen, die sich für mich ganz gefährlich nah an ganz bestimmten üblen Begriffen bewegen. Ja? Also wenn man das jetzt mal... lass uns vielleicht einen ganz kurzen Punkt vorher noch ansprechen, weil ja in diesem Papier der Vereinten Nationen
auf die Überalterung, auf die demografische Problematik hingewiesen wird als Pseudo-Argument. Also anstatt was für die Familien und für die Veränderung der Demografie zu tun, muss ich jetzt erstmal Millionenheere von Menschen auf den Weg machen, aber sei es drum. Und damit verbunden, und deswegen diese ganz kurze Klammer nochmal aufmachen, das Thema, dass wir ja auch Arbeitskräfte brauchen. Und da ist ein Punkt, auf den du auch immer wieder hingewiesen hast, in Artikeln, in Beiträgen, das sogenannte Facharbeitermangelproblem, was wir angeblich in der BRD mit uns rumschleppen, ja so ein Totschlagargument, was immer aus der Schublade gezogen wird. Wenn man da hinguckt, sieht es ja auch ganz anders aus. Absolut. Also es gibt natürlich regionalen Facharbeitermangel in Deutschland, aber gesamt genommen als Land könnte man das alles mit Bordmitteln sozusagen beheben. So zum Beispiel interne Migration oder ähnliche Maßnahmen. Ja. Und der Facharbeitermangel ist eigentlich nur als Instrument geschaffen worden zur Rechtfertigung der massenhaften Einwanderung. Das ist ein Gespenst, ein Phantom, das geschaffen wurde, um Einwanderung massenhaft zu rechtfertigen. Ja. Wenn man aber nur mal sozusagen diese ganze Propagandabrille abnimmt, ja, und das sollte man mal tun, dann stellt man ja erstmal fest, es gibt ja ganz grundsätzliche Werte oder Statistiken, die erstmal gegen sowas sprechen wie einen Facharbeitermangel. Ich erinnere mal nur an die knapp 3 Millionen Arbeizlosen. Offizielle, ja? Zahl. Offizielle Zahl. Ja. Es gibt Leute, die sprechen von 6 bis 9 Millionen Arbeitslosen, die nur kaschiert werden durch Fortbildungsmaßnahmen, durch Sozialmaßnahmen. Ja, ein Eurojobs und so. Also, richtig. Ja. Also wenn wir jetzt mal mit der Statistik der 70er Jahre rechnen würden, hätten wir 6 bis 9 Millionen Arbeitslose, ja, ungefähr. Ja. Und aber allein immer noch diese 3 Millionen Arbeitslosen sind erstmal auch ein Faktum gegen Facharbeiter, dagegen, dass es sowas geben könnte wie einen Facharbeitermangel. Natürlich könnte man sagen, ja, das sind ja alle möglichen Berufe, die da jetzt betroffen sind. Aber auch wenn man sich dann die Einzelheiten anguckt, stellt man fest, ja, dass wir sogar laut Medienberichten, das steht dann immer so zwischen den Zeilen mal so zu lesen, sogar in Artikeln, die den Facharbeitermangel annehmen, den Fachkräftemangel annehmen, dass wir sogar im Moment momentan 2 Millionen Facharbeiter zu viel haben, ja. Und die dann Taxi fahren. Das erlebst, richtig, du ja immer wieder, wenn, ja, du in großen Städten, dass du dann plötzlich dich mit einem Taxifahrer unterhältst und der ist, ja, promovierter irgendetwas, ja, und dessen Wunschjob war bestimmt nicht Taxifahrer. Nichts, ja, gegen Taxifahrer, aber dafür, nein, ist er nicht ausgebildet, nein, nein, worden. Nein, überhaupt nicht. Und das, was du ansprichst, sind ja Akademiker, ja, Facharbeiter, das nennt man so Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Ja. Auch von denen gibt es im Moment zu viele. Ja, ich kann verstehen, dass es einzelne Regionen gibt, die Probleme haben mit der Rekrutierung von Facharbeitern. Aber dafür brauchen wir keine Einwanderer aus dem Ausland. Ja. Einzelne Bundesländer haben zum Beispiel jetzt Initiativen gestartet, um wieder Familien, die weggezogen sind aus dem Osten, mhm, wieder zurückzuholen in den Osten Deutschlands. Ja. Und wenn überhaupt, dann tritt der Facharbeitermangel erst in 10 bis 15 Jahren ein. Und dann auch aufgrund hausgemachter Probleme, aufgrund jetziger Politiken. Und dann stellt sich auch die Frage, ja gut, wenn wir erst Facharbeitermangel in 1 bis 2 Jahrzehnten haben, wirklich einen Fachkräftemangel, warum setzen wir dann nicht wieder auf den Nachwuchs? Ja? Früher hätte die Politik gesagt, oh, das ist schlecht, wir bekommen vielleicht eine Facharbeiterkrise, Facharbeitermangel, wir müssen Geburtenanreize schaffen. Das wäre ganz naheliegend gewesen. Und da dieses heute nicht geschieht, spürt man sozusagen die Absicht und ist verstimmt. Ja. Ein Punkt, der ja hier auch reinpasst, ist der Umstand, dass in immer größerer Anzahl sehr gut ausgebildete Menschen dieses Land verlassen. Also du hast ja eine Auswandererproblematik von Personen, ähnlich wie die DDR das erlebt hat, als sie wirklich ausgeblutet ist. Einer der Gründe, warum 1961 dann die Mauer gemacht wurde, einfach weil das Ausbluten auch von gut ausgebildeten Menschen einfach zu stark war durch den Propaganda und bewussten Magnetismus des Westens, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber wenn ich hier
Voraussetzungen schaffe, Rahmenbedingungen schaffe, dass Hunderttausende kontinuierlich dieses Land verlassen, dann stimmt ja auch was an der Situation nicht. Das ist vollkommen krank, ja. Also manche Länder kämpfen wirklich um Einwanderer. Afghanistan, Irak, auch das, was so hier schon kaum noch ein Bericht wert ist, an ständigen Kriegsverbrechen im Jemen passiert. Denken wir an Bosnien, Kosovo, an diese ganzen Regionen. Also man weiß gar nicht, wo man da mit der Aufzählung aufhören soll. Dann ist das ja eine Situation von der reinen völkerrechtlichen Seite, wo wir als Land in der NATO, als Vasall der USA, im Grunde genommen der Mittäterschaft schuldig sind. Also ob Kohl, ob Merkel, ob Schröder, völlig wurscht, die sind an sich der Mittäterschaft schuldig. Auf jeden Fall. Also wir können praktisch gar nicht als in der Bande mitzumarschieren. Ja, man wurde praktisch zwangsrekrutiert nach dem Zweiten Weltkrieg für diese Mafia, für diese globale, also unter der Führung der Vereinigten Staaten. Und natürlich muss man ehrlicherweise sagen, könnte praktisch keine deutsche Regierung sich dem entziehen. Wer es versucht, wird kaputt gemacht. Ich erinnere beispielsweise an das Schicksal der FDP und von Guido Westerwelle, die sich in Frank Schäffler. Ja, richtig. Ja. Westerwelle hat sich als deutscher Außenminister in einem Fall der Stimme enthalten, wo es, glaube ich, darum ging, ob man in Libyen die Flugverbotszone einrichten soll. Ja. In dieser Richtung. Hat er sich nicht politisch korrekt verhalten, ja. Unmittelbar danach begann eigentlich die Abschlachtung der FDP in den Medien. Ja. Und man hörte auch nicht damit auf, auch wenn er sich wieder dann konform verhalten hat, systemkonform. Und wir wissen ja, heute ist die FDP erstmal aus dem Bundestag verschwunden. Und Herrn Westerwelle persönlich geht es auch nicht mehr so richtig gut, ja. Und da kann man sehen, das ist diese Zwangsrekrutierung und wer da auch versucht, nur leicht auszuscheren, bekommt die Folgen dessen sofort zu spüren. Du weißt in deinem besprochenen und angesprochenen Kapitel darauf hin, dass wir an der Spitze dieses Landes Personen haben, bei denen zumindest der Verdacht besteht, dass es etwas Erpressbares in irgendwelchen Schubladen gibt. Wenn dem so ist, scheint es ja irgendwie eine Voraussetzung dafür zu sein, hier genau solche Ämter wahrzunehmen. Also man muss irgendwie offensichtlich eine Leiche im Keller haben. Also ich kenne die Leiche jetzt nicht sozusagen, kann sie nicht mit Namen benennen, aber es gibt ja, ist ja kein Geheimnis, dass es den Verdacht gibt, dass zum Beispiel Frau Merkel, also Stasi-Mitarbeiterin war. Ja. Bei Gauck kann das nach dem Urteil von Peter Michael Distel, kannst du ja den als Günstling unverändert bezeichnen. Das hat er ja durchgesetzt. Also insofern ist es da noch krasser. Mhm. Also es ist natürlich eine groteske Situation, dass wir von zwei ehemaligen DDR-Größen im Prinzip heute regiert werden. Und wenn das diese Leichen im Keller sein sollten, natürlich würde das Erpressung Tür und Tor öffnen. Wie auch immer es gemacht wird, es muss eine Steuerung stattfinden, das ist ja klar. Ja. Jetzt weißt du, wir kommen auf das Thema Vereinte Nationen gleich noch mehrfach zurück, weil das auch nochmal ein ganz spezielles Kapitel ist. Im Hinblick auf das Ende des Rechtsstaates noch auf ein anderes Spezifikum, was die BRD betrifft, hin. Dass man sich die Frage in der Tat stellen muss, erstmal so ganz naiv, was haben wir denn hier eigentlich? Was ist denn das, worin wir jetzt hier leben? Ist das ein Staat? Was ist das für ein Gebilde? Ja, also das ist ungeheuerlich. Ich habe ja vorhin gesagt oder habe darauf angespielt, Angela Merkel hat diese Flüchtlinge hier hineingelassen, hat die Grenzen des Staates im Prinzip aufgegeben. Ne? Also wer die Grenzen eines Staates aufgibt, der gibt den gesamten Staat auf, weil ohne Grenze gibt es keinen Staat. Ja? Aber ich bin dann eben auf noch weitere Zusammenhänge gestoßen, nämlich auch unter dieser Wahrheit gibt es noch eine weitere Schicht, dass im Prinzip ein deutscher Staat so gesehen schon länger nicht mehr existiert, und zwar seit der deutschen Wiedervereinigung nicht mehr, die eigentlich keine Wiedervereinigung war, sondern keine deutsche Wiedervereinigung, sondern eine deutsche Auflösung.
Was ist da nämlich passiert in diesem trefflichen Einigungsvertrag, den also Helden wie Herr Schäuble ausgehandelt haben? Man hat die Definition des deutschen Staatsgebietes aus dem Grundgesetz entfernt. Da stand nämlich eine Definition drin in Artikel 23. Da hieß es sinngemäß, das deutsche Staatsgebiet setzt sich zusammen aus den Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und so weiter. Das heißt, das Staatsgebiet der Bundesrepublik wurde definiert über die Gebiete ihrer Länder. Und mit dem Einigungsvertrag ist interessanterweise dieser Artikel entfernt worden, dieser Inhalt aus dem Artikel 23 entfernt worden und in die Präambel verschoben worden, Nummer 1, Nummer 2, dabei auch inhaltlich noch verändert worden. Und dazu muss man natürlich wissen, die Präambel ist kein rechtswirksamer Bestandteil eines Gesetzes oder eines Vertrages, sondern dort wird nur sozusagen der Geist formuliert. Ja. Also damit ist das Staatsgebiet nicht mehr rechtswirksam definiert. Und da sich ja nun mal ein Staat aus drei Komponenten zusammensetzt, nämlich dem Staatsvolk, dem Staatsgebiet und der Staatsgewalt, fehlt hier jetzt eine wichtige Komponente, nämlich das definierte Staatsgebiet, mit dem Erfolg, dass es einen deutschen Staat gar nicht mehr gibt, sondern nur noch ein deutsches Volk. Also jetzt, wenn man diese zweite Schicht der Wahrheit betrachtet, könnte man fast sagen... Vielleicht noch einmal, weil du auf einen Punkt hingewiesen hast, nur dass man da jetzt nicht gleich die Oberschlauen, denen gleich den Wind aus den Segeln nimmt, die sagen, ja gut, aber es ist in der Präambel. Du hast darauf hingewiesen, es ist aber auch anders formuliert worden. Es wird dort nicht mehr von den Ländern, sondern von den Deutschen in diesen Ländern gesprochen, was juristisch gesehen eben die Menschen anspricht, aber nicht mehr das Territorium. Richtig, ganz also, genau. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, dass man einfach sagt, wir haben im Grundgesetz seit diesem Einigungsvertrag keine klaren oder nicht einmal einen unklaren, überhaupt gar keinen Bezug auf ein Territorium. Mhm, richtig. Das ist also in der Präambel wird nur noch behauptet, die Deutschen hätten ihre Einheit in Freiheit und Frieden oder so ähnlich verwirklicht. Auf Gebiete geht man da gar nicht mehr ein. Und selbst wenn man es täte, wäre es rechtlich nicht mehr wirksam. Ja. Und das Ganze ist also ein riesiges Täuschungsmanöver. Man kann es auch daran erkennen, dass das ja alles bewusst gemacht wurde. Ja. Also man hat nicht Artikel 23 vergessen oder der ist irgendwie unter den Tisch gefallen. Nein, man hat den Inhalt genommen, verschoben und verändert, um im Prinzip den Eindruck aufrechtzuerhalten, ja, aber das gibt's ja noch, das steht da irgendwo noch drin in der Verfassung mit den Ländern und dem Gebiet. Das stimmt aber nicht. Ja? Und dadurch wurde im Prinzip der deutsche Staat aufgelöst. So, und deswegen, wenn man diese zweite Schicht der Wahrheit betrachtet, war es wiederum nicht ganz so illegal, was Merkel gemacht hat, als sie die Grenzen freigegeben hat, im Prinzip die Grundlage für diese Grenzen fehlen. Nun kann man das natürlich dem Wahlvolk schlecht erzählen, solche sage ich mal, auf gut Deutsch Schweinerei. Ja. Deswegen wird es auch nicht weiter erwähnt und es wird weiter lieber so getan, als hätte sie wirklich diesen Rechtsbruch begangen, der, wenn man es etwas tiefer betrachtet, so gar nicht vorhanden ist, was noch erschreckender ist eigentlich. Naja, und was sie ja nicht aus der Verantwortung nimmt, sondern noch im Prinzip, wenn sie ihren Amtseid ernst nähme, erst richtig in die Verantwortung führt. Also denn wenn diese Frage unsauber gelöst ist von ihrem jetzigen Finanzminister, dann ist das etwas, wo sie nicht aus der Verantwortung, sondern in besonderer Weise in ihr ist. Nein, sie ist ja nicht nur durch die Verfassung gebunden, sondern auch durch den Amtseid. Ja. Und da wiederum ist davon die Rede, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, nicht vom deutschen Staat. Ja. Da muss man also trennen. Ja. Und insofern bleibt es natürlich dabei, dass sie absolut schädlich und unverantwortlich gehandelt hat. Wenn es den Staat, das nur als Randbemerkung, wenn es diesen Staat mit der Abschaffung von Artikel 23 durch das fehlende Staatsgebiet im Prinzip an sich gar nicht mehr gibt, gibt es denn dann noch rein sauber juristisch sowas wie eine Staatsbürgerschaft? Nein, weil sich das ja alles davon ableitet. Ja, also damit lösen sich natürlich ganz viele Sachen auf. Es ist im Prinzip fehlt dann die rechtliche Grundlage für jeglichen Hoheitsakt, wie Gesetze oder Bescheide oder Gerichtsurteile und solche Dinge. Also wenn man es mal jetzt ganz streng nehmen würde,
müsste man sich fragen, muss ich eigentlich den Strafzettel noch ernst nehmen, der mir da ins Haus flattert oder den Haftbefehl oder keine Ahnung, jeden staatlichen Akt, egal welchen ich jetzt anspreche, jedem fehlt eigentlich die Grundlage. Ne? Die Frage ist, ist es gut, wenn wir das ignorieren oder so, weil es würde letztlich zur wahrscheinlich totalen Desorganisation führen. Auch wenn wir das jetzt so machten und damit kommt natürlich dann nochmal eine Ebene auch, wird dann deutlich, werde ich ja gleichwohl mit einer Staatsgewalt oder mit einer Gewalt konfrontiert. Ich kriege eben meine Pfändung, ich kriege im Zweifelsfalle die Inhaftierung oder sonst irgendetwas. Nur haben wir ja dann, wenn es die rechtliche Grundlage nicht mehr gibt, im Prinzip auch kein Rechtssystem mehr, sondern wir haben dann einen Unrechtsstaat, der auf einer nicht vorhandenen Grundlage agiert und damit sind wir im Bereich der Willkür. Richtig, weil der Staat agiert im Prinzip aus so einer Art Gewohnheitsrecht heraus, dass er früher ja mal diese Rechte hatte, als er noch existierte qua Verfassung, ja, da hatte er diese rechtliche Grundlage und er setzt das heute einfach fort, sein staatliches Handeln sozusagen als Gewohnheitsrecht, das aber letztlich natürlich reine Willkür geworden ist, weil die formale Grundlage fehlt und wie man ja auch sieht, daran, wie durch die Regierung mal das Recht eingehalten hat, mal auch gebrochen wird, daran sieht man ja, dass es tatsächlich sich um Willkür handelt und dass bereits das ganze Rechtssystem schwimmt, also und dass auch keine wirksame Kontrolle mehr stattfindet. Und das ist sehr gefährlich, ja, für uns alle, weil, wie ich schon anfangs sagte, man weiß ja nicht, was morgen für Gesetze einfach aufgelöst werden oder nicht mehr beachtet werden durch die Regierung selbst. Das ist das Problem. Ja. Wenn du eine Situation hast, wie du sie am Anfang angesprochen hast, dass hier verheimlicht, vertuscht, vergessen. Eine der seit vielen Jahren, wenn nicht sogar die bemerkenswerteste und wichtigste Publikation als Print-Exemplar, als Buch im Bereich der alternativen Medienschau. Dinge, die sonst eben verheimlicht oder vergessen oder verschwiegen werden, die kann man dort nachlesen. Also ein ganz wichtiges und auch ein sehr erfolgreiches Buch. Und wenn nach vielen Jahren der dieses Buch betreibende Verlag plötzlich die Reißleine zu ziehen glaubt oder ziehen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann muss da eine ganze Menge Angst dahinter stecken, wenn man auf einen solchen erfolgreichen Bestseller inzwischen verzichten möchte. Das wird Gegenstand und warum das so ist, des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Du hast inzwischen einen neuen Weg gefunden. Du hast dich mit deinem Verlag geeinigt. Kann man darüber spekulieren, nachdem er über viele Jahre den Mut gehabt hat, eine Publikation, die sicherlich eine unbequeme Publikation war und die der Presse, 2014 hat man ja das Unwort des Jahres Lügenpresse, auch so diesen Spiegel vorgehalten hat, in einer sauberen, klassischen journalistischen Art und Weise, plötzlich sagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt darf ich nicht mehr. Hat es da Druck von außen gegeben oder was kann man da über den Hintergrund sagen? Ja, also wir haben einfach festgestellt, so muss ich das jetzt formulieren, dass wir über das Buch verschiedene Auffassungen haben, der Verlag Knauer und ich oder Drömer Knauer und ich und haben uns daher im Dezember 2015 einvernehmlich getrennt. Aber was natürlich wahr ist, ist, dass das Buch extrem erfolgreich war und hoffentlich auch weiterhin ist. Es hat also in den letzten Jahren verheimlicht, vertuscht, vergessen, meine ich. Ja. Also immer die Bestsellerliste oben erobert.
Platz 1 und 2 war es da zwischen 2013 und 2015. Und das ist natürlich auch weiterhin da, dieses Potenzial, denn es ist ja bei so vielen tausend Lesern eingeführt. Und natürlich kann sich der Außenstehende fragen, was steckt denn da dahinter oder was mag da dahinter stecken. Ich kann nur sagen, ich bin halt wie immer möglichst keinen Fragen ausgewichen, ja, in diesem Buch. Und in diesem Jahr hat sich natürlich eine ganz bestimmte Frage massiv aufgedrängt. Mir war die Brisanz der Frage bewusst oder der Problematik, nämlich die sogenannte Flüchtlingskrise. Und ich hatte anfangs gar nicht vor, da weiter groß drüber zu schreiben. Nur wie wir alle wissen, hat sich das ja massiv zugespitzt. Das hat sich ja immer weiterentwickelt. Und so kam da eben auch ein Kapitel zum anderen letztlich. Und so hat sich ein Schwerpunkt in dem neuen Buch jetzt 2016 entwickelt. Und die Brisanz ist natürlich schon gewaltig von diesen Inhalten. Und vielleicht bin ich da jetzt auch bei meinem neuen Verlag Jochen Kopp besser aufgehoben. Es ist sicherlich so, dass du in der grundsätzlichen Ausrichtung deiner Arbeit, die natürlich komplett treu geblieben bist. Wir haben ja bei dem Thema, deswegen ist es ein Kapitel in diesem Buch. Und auch wenn du es vielleicht am Anfang nicht so geplant hast, das hast du sicherlich dir Anfang 2015 oder als die Arbeiten und das Sammeln dann langsam losging, vielleicht auch gar nicht vorgestellt, dass das mal so ein Schwerpunkt sein würde. Das Grundproblem ist ja, dass wir in dem Zusammenhang ebenfalls nur sehr reduziert durch die offiziellen Medien von der Wahrheit Kenntnis erhalten. Und du startest gleich am Anfang mit der ebenfalls so gut wie völlig ausgeblendeten Wirklichkeit, dass hier ja ein permanenter Gesetzesbruch von oben stattfindet. Mit dem, was hier stattgefunden hat und was stattfindet. Richtig, also im Prinzip wurde ja das Rechtssystem, das deutsche Rechtssystem durch Angela Merkel von oberster Stelle aufgelöst, als sie diese Flüchtlinge am 4. September 2015, die sogenannten Flüchtlinge, muss ich sagen, durchgewinkt hat. Denn das ist rechtlich eigentlich nicht möglich. Das sind illegale Einwanderer und es handelt sich um illegale Einwanderung. Und wenn jemand dazu Beihilfe leistet oder anstiftet, das wäre praktisch dann die rechtliche Kategorie, der macht sich natürlich mitstrafbar. Als Schleuser. Ja. Sie wurde ja auch von verschiedenen Kritikern, von unerschrockenen Kritikern als oberste Schleuserin betitelt. Ja. Und de facto ist das so. Ne? Also der Umstand, dass wir mit dieser Entscheidung, und das ist ja dann auch erstaunlich für die Verfasstheit dieser Republik, dass eine einzelne Person eine solche Entscheidung treffen kann, warum auch immer, das lassen wir mal dahin stehen, und der gesamte Apparat bricht mit ihr permanent die Gesetze. Also es ist ja auch ein völliges Abdanken des Rechtsstaates. Richtig, und das ist absolut erschreckend. Das ist praktisch eine Revolution oder ein Putsch von oben. Also auch der frühere Verteidigungsstaatssekretär Willy Wimmer, den ja auch manche kennen hier, hat das so genannt. Das ist wie eine Putschregierung. Ja. Und es ist gespenstisch, wie hier alle mitmachen in der politischen Nomenklatura und im System. Und ich erinnere mich an eine Szene, als ich mal am Münchner Hauptbahnhof war und mit Polizeibeamten diskutiert habe. Und ich zu denen gesagt habe, die also hier Flüchtlinge und Einwanderer durchgeschleust haben, im wahrsten Sinne des Wortes durch Gatter und solche Dinge, durch Absperrungen. Und ich denen gesagt habe, aber das sind doch illegale Einwanderer und sie brechen doch hier das Gesetz. Ja? Und da war vollkommenes Erschrecken bei den Beamten zu merken und er war vollkommen getroffen. Und in dem Moment ist ihm das erst bewusst geworden, ja? Was man nicht glauben mag, aber es war so. Und man sieht hier, wie der ganze Apparat von oben nach unten durchgeschaltet wird, dieser Befehl, das Gesetz zu brechen. Ja? Und wie das dann kollidiert vor Ort mit den Gesetzen, mit denen Beamte seit 20, 30, 40 Jahren eigentlich gelebt haben und die sie vertreten haben, die sie auch verteidigen wollen. Davon gehe ich aus. Ja. Nur, wenn einmal ein Lastwagen gegen ein Haus fährt und es bekommt Risse, strukturelle Risse, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Und unser Rechtssystem hat strukturelle Risse bekommen. Man muss sich ja fragen, wie geht denn das jetzt weiter? Sind wir denn noch geschützt? Oder beschließt Frau Merkel das zum Beispiel morgen, also
das Verbot der Todesstrafe nicht mehr gilt oder beschließt sie, dass Diebstahl legal wird oder. Ja, also wir haben hier eigentlich eine ganz gefährliche Person an der Staatsspitze, die dabei ist, das Rechtssystem aufzulösen. Wenn Willy Wimmer, den du zitiert hast, hier von einem Putsch von oben spricht, dann ist das ja das, was in Berlin im Augenblick herrscht, vergleichbar mit der Putschistenregierung in der Ukraine? Oder ist das zu weit hergeholt? Nein, das ist in bestimmter Hinsicht vergleichbar. Ich habe ja auch ein Kapitel in dem neuen Buch Verheimlicht, Vertuscht 2016 so genannt, die Ukrainisierung Deutschlands. Ja? Mhm. Und zwar, weil einfach die Deutschland gesteuert wurde über amerikanische Einflussgrößen und Einflusskräfte und weil an der Spitze eine Kraft sitzt, die natürlich unter dem Oberbefehl der USA steht. Das geht ja gar nicht anders in dem nach wie vor quasi besetzten Land Deutschland. Und Deutschland hat ja im Prinzip die Nachkriegszeit nie verlassen und die sogenannte Souveränität ist ja eine Illusion. Ja? Und nun wird ja Deutschland genauso instrumentalisiert wie die Ukraine auch. Die Ukraine sollte gegen Russland instrumentalisiert werden als Waffe, ja? Und hier an der Peripherie Russlands als auflösender Faktor wirken. Und auch Deutschland bzw. seine Regierung wird einfach kalt instrumentalisiert. In diesem Fall meine ich zur Auflösung Deutschlands und Europas mit Hilfe der Migrationswaffe. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, wo diese sogenannten Flüchtlinge herkommen. Sie kommen aus US-Kriegsgebieten. Das heißt, sie werden von den Vereinigten Staaten von Amerika mit Hilfe von Bomben und anderen Freundlichkeiten freigesetzt, ja, und millionenfach vertrieben und dann in den Empfängerstaat Deutschland geleitet, wo wiederum eine US-freundliche Regierung sitzt. So ist das ja, die also nicht etwa die Türen zumacht, sondern auf. Damit wird auch eines deutlich, weil das ja, wenn man diese Dinge differenziert diskutiert, immer sofort passiert, in Richtung Ausländerfeindlichkeit oder sonst, also dieses ganze Zeug, was man dann also dann von den Medien und natürlich den entsprechenden Politikern der Gutmenschseite erlebt, gesteckt wird, dass die Menschen, die dort von den USA freigesetzt und bombenmäßig der Befreiung gerade noch mal mit dem Leben entkommen sind, dass die ja genauso Opfer sind und die Länder genauso Opfer sind. Ganz genau. Das handelt sich also praktisch um einen multiplen Krieg, also gegen die Bevölkerung in Nordafrika und gegen die Bevölkerung in Europa. Keiner von denen hat mehr ein Recht auf Heimat. Ja? Die einen werden vertrieben durch Bombenkriege oder aber durch Umstürze und Revolutionen, die ja in keinem Fall den versprochenen besseren Staat gebracht haben, der am Anfang von diesen Revolutionen ja versprochen wurde. Ja. Ja, wir brauchen demokratische Verhältnisse und keine Korruption. Das waren ja so diese Phrasen und dann wird es uns allen besser gehen, ganz und gar nicht. Im Grunde genommen wurden hier nur durch die Bank Failed States geschaffen in Nordafrika. Und es ist ja klar, dass die Menschen einerseits ihr Leben retten wollen, aber auch ihre Existenz, ihre wirtschaftliche Existenz. Dadurch werden diese Massen freigesetzt und werden dann im Prinzip nach Europa eingeschleust, speziell in das wirtschaftliche Herz Europas, nämlich Deutschland, von dem Europa ja auch ganz stark lebt, sozusagen. Wenn diese Kriegspolitik der USA, denken wir an Libyen, denken wir Afghanistan,